Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um ein Thema, das Sie ganz persönlich betrifft. Ja? Vor allen Dingen, wenn Sie sich mit Plänen beschäftigen, ein Haus zu kaufen. Ja? Und zwar ein Haus auf Mallorca. Ja? Ich kann Ihnen nur eins sagen, kaufen Sie kein Haus auf Mallorca. Damit werden Sie langfristig kein Glück haben. Jetzt werden Sie vielleicht denken, jetzt ist er verrückt geworden. Ja? Jetzt betreibt er hier schon Immobilienhandel oder was? Nee. Die Frage, soll ich mir ein Haus auf Mallorca kaufen, ist eine Frage, die uns in die Tiefen, ja, der Geophysik führt. Ja? In die Tiefen unseres Planeten, ja, und letztlich sogar auf die Frage, wie unser Planet überhaupt funktioniert. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie als alte Alpha Centauri Zuschauer natürlich daran interessiert sind, langfristig zu planen, ja, und nicht zu diesen Quartalsspezialisten gehören, die eben mal auf der Börse spekulieren und dann schon nach einem Vierteljahr wieder draußen sind. Nee. Wir reden hier über langfristige Vorgänge. Gucken Sie sich Ihre Fingernägel an, ja? Ja, mit der Geschwindigkeit, mit der Ihre Fingernägel wachsen, bewegen sich die Kontinente. Diese Erkenntnis führt dazu, dass wenn man langfristig plant, man sich natürlich nicht Häuser erwirbt auf Gebieten, die irgendwann in 20 Millionen Jahren nicht mehr da sein werden. Naja, also wollen wir mal ganz langsam. Es geht um Plattentektonik. Es geht darum, wie bewegen sich Kontinente und warum vor allen Dingen. Warum? Und wir werden am Ende der Sendung wieder darauf kommen, dass offenbar unser Mond eine viel, viel wichtigere Rolle spielt für unsere Erde, als wir jemals gedacht haben. Also fangen wir mal an. 1915, Alfred Wegener, ein deutscher Geophysiker, brachte folgende Idee zu Papier. Er war der Meinung, dass die Kontinente offenbar vor einigen hundert Millionen Jahren zu einem großen Superkontinent zusammengewachsen waren. Dieser Superkontinent Pangea, die sogenannte Allerde, dann zerbrach und die einzelnen Platten über dem Planeten Erde praktisch wie Schiffe auf dem Meer hin und her, vor allen Dingen aber weg voneinander schwimmen. 1915, das war so die Zeit, wo die Geologie so ihre erste wichtige Phase hatte, Fossilienfunde an allen Ecken und Enden, ja? Also vor allen Dingen Fossilienfunde auf verschiedenen Kontinenten, die sich aber sehr ähnlich waren. Diese Fossilien waren sehr ähnlich, als ob da früher mal was dazwischen gewesen wäre, eine Verbindung da gewesen. Und vor allen Dingen, ja, lassen Sie mal die Weltkarte vor Ihrem geistigen Auge so abrollen, ne? Südamerika und Afrika, die passen ja ineinander wie die Faust aufs Auge, nicht? Das war so der erste Hinweis. Aber es gab auch viele andere Funde auf der Welt, die eigentlich sich prima durch Wegeners Modell erklären ließen, dass es früher mal einen Kontinent gegeben hat und dass diese Kontinentteile dann langsam, aber sicher auseinanderdriften. Naja, die Geologen haben gesagt, hier, ne, ist doch Quatsch. Was soll denn das für eine Kraft sein, die ganze Kontinente bewegt? Wie soll denn das funktionieren? Da haben wir doch überhaupt... Also, es letztlich geriet die Idee von Wegener völlig in Vergessenheit. Und niemand hat sie auch nur so richtig ernst genommen, wie das so ist. Es gibt wissenschaftliche Schriften, die verschwinden einfach in den Bibliotheken. Und das war's. Nun aber, in den 50er und 60er Jahren machten die Amerikaner Folgendes. Die Amerikaner fingen an, sich für den Meeresboden zu interessieren. Das heißt mit anderen Worten, sie fingen an, mit U-Booten den Meeresboden ziemlich genau zu vermessen. Vor allen Dingen den Atlantischen Ozean, der hat es ihnen angetan. Und was da zutage trat, möchte man fast sagen, denn da unten ist es ja ziemlich dunkel, in ein paar tausend Meter Tiefe, was da zutage trat, das war eine Revolution der Geophysikwissenschaften. Denn es zeigte sich Folgendes. Im Atlantischen Ozean gibt es einen riesengroßes Gebirge, einen sogenannten ozeanischen Gürtel. Der zieht sich also letztlich sogar um die ganze Erde herum, weil er ist nicht nur im Atlantischen Ozean, sondern er zieht sich durch den Indischen Ozean und durch den Pazifischen Ozean. Und aus der Mitte, aus diesem Gebiet in der Mitte des Ozeans, ja, kommt Material raus. Der Meeresboden, ja, driftet auseinander, weil er praktisch aussprudelt, aus dem Inneren der Erde sprudelt Material heraus. Ja. Ja. Die Altersbestimmung des Meeresbodens waren vorher schon, hat man schon gedacht, oh, denn der Meeresboden ist höchstens 200 Millionen Jahre alt, wäre es Kontinentalgesteine gibt, die 3,4, 3,5, 3,6, 3,8 Milliarden Jahre alt sind. Also die Kontinente sind offenbar viel älter als der Meeresboden. Schon das war schwer zu verstehen und als die das dann da beobachtet haben und Gesteinsproben nach oben brachten, da fand man was ganz Tolles, nämlich links und rechts von diesem mittelatlantischen Rücken, da gab es Gesteine, deren Magnetfeldrichtung, nämlich jedes Mal, wenn das Gestein aus dem Innern der Erde rauskommt, dann friert es sozusagen, sein Magnetfeld wieder friert es ein, deren Magnetfeldrichtung abwechselnd, mal so waren, also die Magnetfeldrichtung der Erde hatte sich systematisch, ja, umgedreht. Also, links und rechts von diesem mittelatlantischen Rücken sah man, wie das Material nach außen läuft, das Alter sie immer größer wird, aber höchstens 200 Millionen Jahre, ja, und das Magnetfeld hatte seine Richtung x-mal geändert. Damit war klar, es muss eine Energiequelle geben, die das Zeug aus der Erde rausbringt und das schon seit mindestens 200 Millionen Jahren und offenbar dafür zuständig ist, dass der Meeresboden sich ausbreitet und jetzt ist natürlich klar, Wegener, 1915, die Platten der Kontinente voneinander wegschiebt. Oh.
Damit war endlich ein Standardmodell geschaffen. Eine Standardvorstellung für die Geophysik, für die Geophysik, für die Geologie, für alle Geowissenschaften. War dieses sogenannte Seafloor Spreading, dass also der Meeresboden sich ausdehnt. Das war für die eine Entdeckung wie die Hintergrundstrahlung, wie die kosmische Expansion für die Astronomen. Endlich hatte man mal einen theoretischen Rahmen, in dem sich all diese Oberflächenveränderungen verstehen ließen. Woher kommen die Anden, ja, die großen Gebirge in Südamerika, das große Gebirge in Südamerika? Wie entstanden die Rocky Mountains? Woher kommt der Himalaya? Ganz einfach. Indien, jawohl, Indien rammt seit 50 Millionen, naja, rammt. Aber Indien schiebt seit 50 Millionen Jahren, schiebt sich die indische Platte in die euroasiatische Platte und hebt dabei den Himalaya hoch. Ja? Immer noch, Indien hebt immer noch an, nicht? Und das tibetanische Hochland. Ja, ja. Oder hier, Südamerika, ja, Südamerika knallt, manchmal gehen mir die Worte über. Also Südamerika bewegte sich dann auf Nordamerika los, übrigens interessant. Nordamerika ist seit einigen Millionen Jahren dabei, sich von Europa zu entfernen. Also das hat jetzt politisch nichts zu sagen, sondern das ist eine reine geologische Aussage. Nordamerika entfernt sich von Europa. Immer noch, immer noch. Südamerika kommt von unten auf Nordamerika los. Damals die Geschichte Panama, Panama. So entstand also dieser mittelamerikanische Teil, der zum Beispiel dem Meer den Weg versperrt. Vorher gab es eine große äquatoriale Strömung. Jetzt hatte sich Panama, Costa Rica, Dominikanische Republik hatten sich dahingelegt, kam das Wasser nicht mehr durch, musste das warme Wasser in Richtung Norden abströmen. Golfstrom, ne? Dem verdanken wir letztlich unser immer noch angenehmes Klima. Ja, und jetzt kommen wir endlich mal zur Sache. Zur Sache heißt Mallorca. Ja, es ist eben nicht nur so, dass Amerika sich von Europa entfernt, dass Südamerika sich mit Nordamerika verschmolz oder sagen wir mal zusammenstieß, Indien dahin schiebt. Nee. Afrika. Seit 30, 40 Millionen Jahren, ja, ist völlig klar, was passieren wird. Afrika kommt. Da können wir machen, was wir wollen. Und zwar, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit, mit der unsere Fingernägel wachsen, kommt Afrika. Es gab schon einige Vorboten. Der Balkan zum Beispiel und Italien sind Teile der afrikanischen Platte. Ja, und seitdem Afrika also richtig schiebt, ja, heben sich die Alpen mal mehr, mal weniger stark an. Praktisch ein großer Teil der großen europäischen Gebirge hat nur damit zu tun, dass Afrika also gnadenlos auf Europa zudonnert. Ja. Und deswegen auch das Problem. Wenn Afrika jetzt so weiterschiebt, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es das nicht tun wird, denn wir wissen inzwischen, dass Südafrika um 300 Meter angehoben wurde, weil sich Nordafrika unter den europäischen Kontinent bohrt. Also, müssen Sie sich vorstellen, das geht also nicht irgendwie nur einfach nach vorne, sondern auch noch drunter, ja, drunter. Was passiert? Die Straße von Gibraltar wird eines Tages geschlossen werden. Also, geologisch natürlich. Ja, es kann natürlich mit dem Wasserzufluss durch den Atlantischen Ozean ist aus. Das muss übrigens schon ein paar Mal passiert sein, denn wir sehen große Salzfelder in Südfrankreich. Also offenbar ist es schon ein paar Mal passiert, dass diese Meerenge von Gibraltar geschlossen wurde und dann ist das Wasser ausgetrocknet. Aber es wird jetzt noch schlimmer. Denn dadurch, dass Afrika wirklich, es gibt keine Lösung, also es gibt keine Alternative. Afrika kommt und wird das, erstens das Mittelmeer zumachen, das Mittelmeer wird austrocknen. Zweitens wird es einfach über die Balearen, also auch über Mallorca, einfach drüber gehen. Also wenn Sie an einer langfristigen Investition interessiert sind, auf einer Zeitskala von 20, 25 Millionen Jahren, dann kann ich Ihnen nicht empfehlen, auf Mallorca Eigentum zu erwerben. Gibt es Alternativen? Das ist natürlich die Frage. Gibt es Alternativen? Die gibt's. Was wird passieren? Computer sind in der Lage, aufgrund der vielen Beobachtungen, der Funde im wahrsten Sinne des Wortes und der ganzen Messungen, wie sich die Kontinente bewegen, das macht man nämlich inzwischen vom Weltraum aus, die Satelliten sind sehr wohl in der Lage, selbst kleinste Veränderungen der Kontinente zu messen. Das heißt, wir wissen jetzt, wie die Kontinente sich bewegen. Übrigens, da fällt mir ein, Sie merken schon, die großen Erdbebengebiete, ja, die sind da, wo diese Platten aufeinander donnern. Nicht? Das war auch ein wichtiger Erfolg dieser Kontinentaldrift, dieser Wegnerschen Theorie, dass man jetzt auf einmal verstand, nicht nur wie Gebirge entstehen, sondern auch noch, wie diese Aktivitätszonen zustande kommen. Nicht? Zum Beispiel die großen Erdbebenzonen in Ostafrika haben da was damit zu tun, dass ein Teil von Ostafrika zurzeit abbricht. Deswegen Vulkane und Erdbeben und so weiter. Und das passiert auf der Erde sehr schön, praktisch entlang dieser Aktivitätszonen, wo diese Platten aufeinander donnern. Wo war ich stehen geblieben? Ach genau, Grundstückstipps. Wie wird es also laufen? Was sagen uns die Funde, was sagen uns die Computermodelle? Naja, kann ich Ihnen jetzt mal unter uns so verraten. Also Afrika wird von unten, das ist ja klar, sind ja unten, wird von unten nach Nordosten Europa verschieben. Das merkwürdig ist übrigens, den Engländern wird kaum was passieren. Also England driftet nur so mit. Also England und Irland scheinen irgendwie nicht beeinflusst zu werden. Aber Afrika schiebt sich praktisch an Europa dran, schiebt es nach Nordosten. Und dabei wird ein sehr, sehr großes Gebirge in Mitteleuropa entstehen. Ja, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Also Bayern wird verschwinden. Es wird praktisch von diesem Gebirge aufgefaltet werden. Frankreich, futsch, der Rhein, können Sie vergessen. Selbst die Franzosen werden erhebliche Probleme kriegen in dieser völlig neu gefalteten Landschaft. Diejenigen, die davon, also die gewinnen werden, sind die Polen. Die Polen werden in 20 Millionen Jahren das Alpenvorland sein. Ja? Also, wie soll ich sagen, das München in 20 Millionen Jahren wird Warschau sein. Und entsprechend werden die Grundstückspreise anziehen. Also, jetzt mal, das ist ja für Spaß, aber ehrlich, nicht? Also das ist das, was uns erwartet. Es erwarten uns aber noch ganz andere Dinge. Ja? Nicht nur, dass Afrika hier auf Europa zuläuft und das Mittelmeer einfach gnadenlos wegtönen wird. Der Nahe Osten wird zusammengeschoben. Ja? Auch da.
Während Krisengebiete sozusagen aufeinander geschoben werden. Machen Sie doch mal Urlaub auf Bali, denn Bali ist in 25 Millionen Jahren von den Australiern einfach einkassiert. Indonesien wird verschwinden. Ne? Ostafrika, hatte ich schon gesagt, wird abbrechen. Es werden völlig neue Strände entstehen. Kenia, Tansania, Somalia, Mosambik, die werden in den Indischen Ozean abdriften. Ne? Und dann muss man natürlich eines sagen, Nordamerika entfernt sich immer weiter von Europa. Was das bedeutet, lässt sich nur erahnen. Also die Beringstraße wird praktisch zuwachsen. Ja? Während nämlich Europa, Afrika und Asien in Richtung Nordosten wandert, Amerika auf die andere Seite kommt, ja, werden die da oben wieder zusammenfahren. Wir werden also irgendwann mal einen Highway haben zwischen Alaska und Sibirien. Ja? Direkt von Anchorage nach Vladivostok, also ohne nasse Füße zu kriegen. Das alles ist das, was uns in der Zukunft erwartet. Und zwar, da gibt es überhaupt keinen Ausweg. Da können wir also machen, was wir wollen. Das ist das, was unser Planet uns vorgibt in Zukunft. Und ja, wie soll ich jetzt diese Sendung beenden? Eigentlich nur, gibt's nur einen Satz, ne? Hasta la vista, Baby. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es tut mir sehr leid, aber ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe Ihnen doch in einer Sendung erzählt, Sie sollten sich kein Haus auf Mallorca kaufen, weil ja Afrika kommt, weil sich die Kontinente ja mit der Geschwindigkeit bewegen, mit der unsere Fingernägel wachsen. Und ich habe in dieser Sendung vor lauter Begeisterung über die Plattentektonik, über die Verschiebungen in Europa und auf der Nordhalbkugel und wie nun demnächst Australien, also demnächst in 20 Millionen Jahren, Australien, Indonesien quasi verschlucken wird und, bin ich also überhaupt nicht mehr dazu gekommen, Ihnen zu erzählen, warum das eigentlich so ist. Es tut mir sehr leid, aber mein Gott, wenn mich die Begeisterung mitnimmt, dann bin ich auch nicht mehr zu halten. Also wird jetzt nachgeliefert in dieser Sendung, werde ich es Ihnen erzählen, versprochen, Hochkant. Also ich habe mir dann gedacht, schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und nehmen noch einen wichtigen Punkt mit, nämlich die Erdwärme. Deswegen ist heute das Thema, warum ist die Erde warm? Denn das ist der Grund, die Wärme für die Plattentektonik. Warum ist die Erde warm? Naja, also das ist natürlich jetzt eine Frage, wie soll ich sagen, die kann man relativ schnell beantworten. Nee, das stimmt nicht. Was man nicht beantworten kann, so einfach ist warum, sondern dass sie warm ist, ist klar. Die Erde ist warm, wissen alle. Jeder ordentliche Vulkan zeigt uns, dass offenbar im Innern der Erde deutlich höhere Temperaturen herrschen als bei uns. Typische Ergebnisse von Bohrungen zeigen uns, dass also die Erdwärme nach innen zunimmt. Das muss sie auch, sonst würden wir überhaupt nicht verstehen, wieso die Vulkane so sind. Und das sind ungefähr, was habe ich gelesen, 30 Grad pro Kilometer. Also wenn man einen Kilometer tief bohrt, dann wird es um 30 Grad Celsius wärmer. Also schon kann man sich ausrechnen, wie es im Innern der Erde aussieht. Gibt es noch irgendwas anderes im Sonnensystem, was eine ähnliche Erscheinung zeigt, wie diese Wärme eines Planeten, also wie die Erdwärme? Nee. Der Mond ist quasi geologisch völlig tot. Der Mars hat man auch schon längere Zeit nichts mehr gesehen, denn ich will auf Folgendes raus. Eigentlich ist es nicht so einfach zu verstehen, warum die Erde immer noch warm ist. Denn die Himmelskörper wie Erde, Mond, Mars und so weiter, auch die Erde, die sind ja 4,5 Milliarden Jahre alt. Und das ist lang, das kann ich Ihnen sagen. Also es ist wirklich lang. 4,5 Milliarden Jahre, das ist kein Pappenstiel mehr. Ne? Warum ist denn überhaupt noch Wärme übrig bei einer 4,5 Milliarden Jahren? Ne? Das ist die Frage. Und es gibt in unserem Sonnensystem genau genommen, soweit wir wissen, nur ein einziges Objekt, das noch Vulkanismus zeigt, aktiven Vulkanismus, und das ist Io. Io ist ein Mond vom Jupiter. Der wird allerdings durchgeknetet ständig, sodass die Wärmequelle für diesen kleinen Mond Io klar ist. Der wird also von dem Jupiter richtig durchgeknetet und dadurch wird das Gestein dieses Io offenbar verflüssigt und schießt regelmäßig als in Form von riesengroßen Vulkanausbrüchen aus seiner Oberfläche raus. Da kann man praktisch zugucken, also wie ein Vulkan wächst und wie das Zeug ins Weltall hinausgeschossen wird. Aber wir wollen jetzt nicht über Io reden, wir wollen über die Erdwärme reden. Aber bevor ich über die Erdwärme rede, rede ich zunächst einmal über den Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, dass diese komischen Plattenbewegungen, ne, Sie erinnern sich, Afrika knallt auf Europa, also mit der Geschwindigkeit hier von den Fingernägeln, Indien drückt in den euroasiatischen Kontinent hinein, schiebt die Malaya und so weiter. Also wie kommt das? Wieso bewegt sich da überhaupt was? Wieso entsteht am Ozeanbecken in einer solchen riesenlangen Zone von mehreren tausend Kilometern Länge ständig neuer Ozeanboden? Was passiert da? Also ich mache hier schon mal so ein paar Handbewegungen, wie das so schön im Englischen heißt, I wave my hands, ja, damit Sie schon mal wissen, worauf es hinausläuft. Es läuft nämlich auf Konvektion hinaus. Ja, Konvektion. Sie wissen nicht, was Konvektion ist. Ja, dann fangen wir mal an. Küche. Ja? Herdplatte. Auf der Herdplatte steht ein Topf, sagen wir mal, mit einer ordentlichen, dicken Tomatensauce. Ja? Sie machen den Herd an. Was jetzt passiert als erstes ist, dass die Temperatur von der heißen Herdplatte durch den Topfboden in die Flüssigkeit, also in diese Tomatensauce, hineingerät. Zunächst einmal passiert das alles durch Wärmeleitung. Das heißt, ein Tomatensoßenteilchen teilt dem anderen Tomatensoßenteilchen mit, hier ist Wärme, ich brauche Platz. Ja? Typisches Elbowing-Verhalten, also man drückt sich auseinander, drückt sich nach oben. Dabei bleibt aber die Flüssigkeit im Wesentlichen in Ruhe. Nur die Einzelteilchen geben hier und da Wärme ab. So, ja, aber Sie haben ja weiter. Ne? Also die Wärmezufuhr geht weiter und weiter. Und dann setzt das ein, was man unter Konvektion versteht. Dass nämlich die Flüssigkeit anfängt, sich zu bewegen. Ja? Die Flüssigkeit fängt an, nach oben aufzusteigen. Sie ist nämlich leichter als die kältere Flüssigkeit. Geht nach oben, kühlt sich ab und fällt wieder runter. Also, für die Konvektion sind zwei Dinge wichtig. Erstens, eine Wärmequelle. Und zweitens, Schwerkraft. In der Schwerelosigkeit gibt es nämlich keine Konvektion. Gut, also jetzt haben wir schon mal soweit. Ist das denn soweit klar? Also, nochmal.
wenn es von unten aufgeheizt wird, ab einer bestimmten kritischen Temperatur, sozusagen einem kritischen Temperaturunterschied, dann hat die Flüssigkeit keine andere Möglichkeit mehr, sich aus der Krise zu befreien, als durch große Bewegung. Ja? Diese riesengroßen Walzen werden aufgebaut. Und sowas passiert auch im Erdinnern. Im Erdinnern ist es nämlich auch heiß, wie gesagt, allerdings nicht gleichmäßig heiß, sondern im Innern der Erde ist es wesentlich heißer als außen. Der Erdkern hat eine Temperatur von vermutlich 6000 Grad, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Der innerste Erdkern übrigens ist fest. Eisen-Nickelkern ist richtig fest. Der ist umgeben von einem flüssigen äußeren Erdkern. Dann gibt es den unteren Erdmantel und dann kommt der obere Erdmantel und ganz oben 700 Kilometer dick die Erdkruste sozusagen. Und die Kruste ist eigentlich diejenige, die sich bewegt. Also wir müssen die Erde hat ja einen Radius von 6000 Kilometer, wir müssen also praktisch über 6000 Kilometer irgendwie die Wärme der Erde dazu kriegen, die Platten oben am Rand, also an der Kruste, zu bewegen. Wie geht das und woher kommt überhaupt die Erdwärme, die dann dazu verantwortlich ist, dass diese Konvektion sich antreibt? Denn, Freunde, ich weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnere, wahrscheinlich nicht. Ich habe ja mal, also gut, alte Zeiten, der Dynamo. Die Erde hat ja ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld der Erde scheint sich nach dem, was wir aus dem Gestein gelernt haben, ja immer wieder mal umgepolt zu haben. Also da, wo eben noch der magnetische Nordpol war, war später der magnetische Südpol so, als wenn man so einen Stabmagneten dreht. Nun hat sich die Erde natürlich nicht gedreht, sondern offenbar hat sich das Magnetfeld aufgebaut und abgebaut. Und ein solcher Dynamo, den man dazu braucht, praktisch wie die Maschine am Fahrrad, wo die Bewegungsenergie in magnetische Energie umgesetzt wird, für einen solchen Dynamo braucht man, Konvektionsbewegung. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie Ihren Kompass demnächst mal wieder benutzen, um ein bisschen die Orientierung zu kriegen, in der heutigen Zeit ist man ja oft orientierungslos, und der Kompass zeigt Ihnen an, wo Norden ist und wo Süden ist, das ist der Beweis dafür, dass im Innern Bewegungen von leitendem Material am Werk sein müssen, sonst gäbe es nämlich das Magnetfeld nicht, die Aurora auch nicht, das Nordlicht. Ja? Nämlich dieses Phänomen, dass da oben im hohen Norden und im tiefen Süden, also über dem Nordpol und über dem Südpol Leuchterscheinungen da sind, das hat damit zu tun, dass Teile von dem Plasma, was aus dem Sonnenwind kommt, auf diese Magnetfeldlinien geladen werden, auf die Atmosphäre donnern und sie zum Leuchten bringen. Alles das sind Beweise dafür, was sich im tiefsten Erdinnern abspielt. Jetzt bin ich abgewichen, ich habe ja versprochen, diesmal beim Thema zu bleiben, aber Sie merken schon, wie schwierig das ist. Wo war ich denn geblieben? Ach genau, ja, bei der Erdwärme. Wo kommt die eigentlich her? Wo kommt die Erdwärme her? Ja, wo kommt die jetzt her? Wie soll ich Ihnen das sagen? Also, sie kommt vom Anfang. Die Erde begann ja vor 4,5 Milliarden Jahren, wie gesagt, damals, als die wurde zusammengebacken, förmlich. Also sogenannte Planetesimale, also Kleinstplaneten, knallten aufeinander, die hatten so eine Größe von 10 bis 100 Kilometer, donnerten aufeinander und schon bei diesem Donnern wird natürlich Bewegungsenergie frei. Und diese Bewegungsenergie, wenn so zwei Teilchen dann zusammengebacken sind, die setzt sich in innere Energie um, das Zeug wird mit anderen Worten heißer und heißer. Das dauerte eine ganze Weile, bis also die Erde so viel Masse zusammen hatte, dass sie immer größere Brocken aus ihrer Umgebung anzog. Der Planet wuchs und wuchs und wuchs. So, und jetzt wird's schwierig. Wie soll ich das jetzt erklären? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Sie haben es mit einer Kugel zu tun und in dieser Kugel sind verschiedene Elemente drin. Ja? Schwere Elemente, die in Sternen erbrütet wurden, vor allen Dingen auch solche, die nur aus Supernova-Explosionen stammen können, nämlich radioaktive Elemente. Also Uran zum Beispiel oder Thorium. Denn deren radioaktiver Zerfall in Blei, der ist mit dafür verantwortlich, dass unsere Erde heute noch so warm ist. Denn als die Erde sich bildete, da, wie soll man das nennen, dann das schwere Material, also Eisen und Nickel, ja, rutschte nach innen in den Kern. Es bildete sich dieser dichte Kern aus Eisen und Nickel und das ganze silikatartige Gestein, das blieb im Mantel und in diesem Mantel versteckt nun Uran, Thorium und so weiter. Also radioaktive Elemente, die dafür sorgten, dass das Mantelgestein flüssig blieb. Auf der anderen Seite, durch das Absetzen des dichten Materials ins Innere, wurde auch Gravitationsenergie frei. Also es wurde nochmal geheizt. Also wir haben die Gravitationsenergie auf der einen Seite, weil das ganze Ding sich zusammenschrumpfte. Wir haben die Heizung durch die radioaktiven Elemente. Alles das führte dazu, dass die Erde im Innern heute noch warm geblieben ist. Immer noch. Ja, so weit, so gut. Jetzt wissen wir aber noch lange nicht, weshalb sich jetzt da oben an der Lithosphäre, da oben sich irgendwas bewegt. Wieso geht denn die Wärme nicht einfach raus? Ich meine, ist da noch irgendetwas zu bedenken? Haben wir vielleicht oben eine andere Art von Wärme übertragen? Oder noch viel besser, haben wir denn einen riesengroßen Konvektionskreislauf in der Erde? Oder haben wir Räder, die praktisch ineinander greifen? Also von unten, stellen Sie sich mal vor, hier ist der Erdkern. Wir haben dann also diese Konvektionszone über dem innersten Erdkern. Denn wie gesagt, der innerste Erdkern ist ja fest. Ja? Also in dem Mantel haben wir einen großen Transporteur von Erdwärme von unten nach oben. Ja? Oben kühlt es sich ab, so. Aber jetzt ist es nicht so, dass diese Erdwärme, die da von unten kommt, auch die ist, die bei uns ankommt. Nee. Sondern aufgrund der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit der verschiedenen Materialien, also die Erdkruste mit anderen Worten, leitet Wärme schlechter als das klotflüssige Zeug im Innern. Denn die Kruste ist ja fest. Ja? Das habe ich natürlich eben vergessen zu sagen. Sie merken schon, das ist sehr diffizil. Als die Erde sich bildet, muss natürlich irgendwann mal diese Kruste sich abgekühlt haben, dass eine feste Kruste entstanden ist. Wie war das neulich? Hat mir ein Kollege gesagt, dass vor 600, 700 Millionen Jahren, ja,
die Erdoberfläche noch viel, viel wärmer war als heute. Also vielleicht 60, 70 Grad warm. Also richtig, nur das mal am Rande erwähnt. Aber die Erdkruste hatte sich dann doch relativ schnell abgekühlt, sodass sie fest wurde. Und dieses feste Material hat nun eine andere, hat ein Problem mit der Wärme, die von unten kommt. Das heißt, es bilden sich nochmal diese großen Konvektionswalzen von unten nach oben. Und dann in der nächsten Schicht bilden sich kleinere Konvektionswalzen, die nur das Material ebenfalls nach unten, nach oben mitnehmen. Das heißt, das ist wie so ein Räderwerk. Zwei große Zahnräder, die ineinander greifen. Und oben kommt die Wärme nicht weg. Durch dieses feste Gestein kommt die Wärme nicht weg. Mit anderen Worten, sie kriegen einen Wärmestau. Und dieser Wärmestau ist nun dafür zuständig, dass Material irgendwann ist dann die kritische Bedingung für die Konvektion, für eine neue Konvektion quasi, erfüllt. Und das Zeug spritzt von unten raus und jagt durch die Kruste hoch. Genauso funktioniert das quasi am Ozeanboden. Das Zeug kommt nur deswegen daraus, weil es unten ständig nachgeheizt wird und mit Wärmeleitung ist da nichts zu machen. Überhaupt nichts. Ja? Also wir haben jetzt endlich mal ein Verständnis dafür, wie es dazu kommen konnte, dass sich seit mindestens 2 Milliarden Jahren immer mal wieder ein Superkontinent auf der Erde bildet, auseinanderfällt und wieder bildet. Ja. Ein unglaublich heiser Beginn hatte unser Planet. Also es wurde da, am Anfang gab es Einschläge, da wurde radioaktives Material von Supernovae eingebacken, die heute noch die Erde aufheizen. Und das Ganze funktioniert so ähnlich wie bei uns in der Küche, wenn wir Tomatensauce für ein ordentliches Nudelgericht aufstellen. Also das Zeug spritzt da raus, weil es nicht anders kann. Das ist eine Krise. Die Plattentektonik ist ein Zeichen für eine innere Krise eines Planeten. Ne. Nun hat sich dieser Planet, ja Gott sei Dank, in einen ganz wunderbaren blauen Diamanten entwickelt, wie Sie sehen können. Es ist ja ganz außerordentlich interessant zu hören, was Astronauten sagen, die heute um diesen wunderbaren blauen Diamanten herumfliegen. Der polnische Astronaut Mirosław Hermaszewski zum Beispiel. Die Schwerelosigkeit setzte plötzlich ein. Ich schwebte, als sei ich im Innern einer Seifenblase, wie ein Säugling im Schoß der Mutter. In meinem Raumschiff blieb ich immer ein Kind der Mutter. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute machen wir mal eine ganz kühle Sendung. Heute reden wir über Eis. Wir reden über Eiszeiten und wir wollen die Frage stellen, wie kommt es zu Eiszeiten? Wie kommt es überhaupt dazu, dass auf unserem Planeten immer mal wieder größere Teile der Erdoberfläche von Eis bedeckt sind? Also ist die Frage heute, wie kommt es zu Eiszeiten? Und natürlich höre ich schon einige, die sagen, es kommt ja mir mit Eiszeiten. Eiszeiten. Wir sind doch im Bereich, in der Zeit des Global Warming. Alle reden davon, dass es wärmer wird. Es kommt ja mehr mit Eiszeiten. Nee. Ich meine, am Ende der Sendung werden wir schon nochmal dahin kommen. Aber wenn man versteht, wie Eiszeiten entstehen, das ist ja ein globales Phänomen, denn offenbar sind ja früher zumindest große Teile des Planeten von Eis belegt worden. Wenn man versteht, wie dieses globale Phänomen entsteht, dann versteht man mehr über das Wetter. Und wenn man mehr über das globale Wetter versteht, dann versteht man vielleicht auch, wie es zum Global Warming kommt, ob wir Menschen einen erheblichen Einfluss darauf haben oder ob es sich um rein natürliche Phänomen... Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will hier niemandem das Wort reden, jetzt in Zukunft weiterhin Treibhausgase und so weiter in die Atmosphäre zu blasen. Aber man muss erst mal wissen, wovon man spricht, bevor man anfängt vorzuschlagen, was können wir mit dem Wetter in Zukunft tun, beziehungsweise worüber müssen wir schützen. Also wir reden über Eiszeiten. Wir gehen zurück und zurück und zurück. Wieso eigentlich? Wir leben in einer Eiszeit. Meine Damen und Herren, jetzt ist Eiszeit. Warum? Weil auf unserem Planeten Eis existiert. Das war nicht immer so. Sie werden lachen. 80% der Erdgeschichte waren völlig eisfrei. Da gab es überhaupt kein Eis. Nichts. Gar nichts. Erst seit rund... Nur 3 Millionen Jahren gibt es auf unserem Planeten wieder jede Menge Eis. Naja, jede Menge kann man nicht sagen. Es sind ein paar Prozent. 10% der Erdoberfläche sind von Eis bedeckt. Na, also Sie wissen das natürlich. Antarktis, der Südpol unten, da gibt es unter dem Eis Land. Das ist eine wichtige Sache. Merken Sie sich, das werden wir gleich noch dazukommen. Am Nordpol ist das Eis auf Wasser, das ist also Meer vereist. Und jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben es in der Antarktis ist das Eis 4 Kilometer dick, fast 5 Kilometer an einigen Stellen. Das Grönlandeis ist immerhin 3,7 Kilometer dick. Das sind also schon massive Eisflächen. Wenn man das alles schmölze, bitte achten Sie den Konjunktiv, wenn man das alles schmölze, dann würde der Meeresspiegel sich ungefähr um 80 Meter erhöhen. Also wir leben zurzeit in einer Eiszeit, weil erhebliche Mengen der Erdoberfläche mit Eis bedeckt sind. War das schon immer so oder woher weiß man das überhaupt, ob es früher schon mal Eiszeiten gegeben hat? Naja, wie entsteht Eis? Fangen wir mal damit an. Na, wie entsteht Eis? Ja, nicht mit dem Kühlschrank, nein. Eis entsteht auf Land genau dann, wenn es mehr schneit, als Schnee verdunstet oder schmilzt. Ist ja klar, wenn nämlich kein Schnee übrig bliebe, könnte der natürlich nicht zu Eis zusammengepresst werden. Wenn das aber so ist, wenn also Schnee übrig bleibt und immer mehr und mehr Schnee aufeinander drückt, dann entsteht Eis. Wenn Eis nun zunehmend unter seinem eigenen Gewicht anfängt, sogar an seiner Unterseite, nämlich da, wo das Eis, worauf ich hinaus will, an die Gletscher, wenn also das Eis richtig zusammengepresst wird, dann wird es sogar flüssig. Dann wird es wieder unten an der unteren Kante dieser Eisflächen fängt es an, sich zu bewegen, weil das wie ein Gummifluss auf der Oberfläche läuft. Und diese Eisfelder hobeln praktisch die gesamte Oberfläche ab. Da wird also weggehobelt und wo gehobelt wird, da fallen ja bekanntlich Späne. Immer dann nämlich, wenn diese Eismassen sich zurückgebildet haben, dann blieben die Späne übrig. Was man also sieht von Eiszeiten sind
große, flache Gebiete und hinter diesen Gebieten aufgeschüttete, ja, sogenannte Endmoränen. Klassischer Fall hier in Bayern, das Alpenvorland. Ne? Da kamen die Gletscher von den Alpen und die haben also das alles zusammengeschoben und das Alpenvorland ist übrig geblieben von da. Es gibt aber noch riesengroße Bereiche in Kanada, in Südafrika und in Indien, die alle davon berichten, dass es früher gewaltige Eiszeiten gegeben haben muss. Hat es gegeben. Aber der größte Teil der Erdgeschichte war völlig eisfrei. Die Eiszeit, an der wir jetzt teilhaben, das ist eine, die, sagen wir mal, so vor grob 3-4 Millionen Jahren angefangen hat. Das kann ich Ihnen sagen. Das waren hochinteressante Vorgänge, die sich damals abgespielt haben und die dafür möglicherweise zuständig sind, dass wir heute oder dass es überhaupt zu Eiszeiten kommt. Also 3,4 Millionen. Vor 250 Millionen Jahren gab es die letzte Eiszeit davor. Also sind 250 Millionen Jahre vergangen. Vor dieser Eiszeit sind aber also Ewigkeiten an Jahren vergangen, bis da eine Eiszeit war. Das weiß man eben von diesen Erscheinungen, die man an der Erdoberfläche messen kann, beziehungsweise erstmal beobachten kann, macht man eine Altersbestimmung und dann stellt man fest, Donnerwetter, die erste Eiszeit, von der wir wissen, die war vor 2,3 Milliarden Jahren. Und dann war eine Milliarde Jahre nichts, gar nichts. Es kam nicht zu regelmäßigen Vereisungen, ja? Wo man zum Beispiel denken könnte, ach, eine Eiszeit, das hat was damit zu tun, dass die Sonne sich irgendwie durch was durchbewegt, regelmäßig bei ihrem Weg um das Zentrum der Milchstraße oder dass die Erde sich mit irgendwelche astronomischen Gründe dafür verantwortlich sein könnte, die regelmäßig kommt. Nix, nix. Eine Milliarde Jahre. Ja? Und jetzt hier zum Beispiel, letztens waren es 50 Millionen Jahre. Da ist der Dinosaurier gekommen und wieder verschwunden. Das konnte der natürlich auch, weil es war so warm, der hatte überhaupt keine Probleme, was zu finden. Ne? Also die Vegetation war sehr angenehm. Temperaturen waren im Wasser zum Beispiel 20 Grad mehr als heute. 20 Grad mehr, das müssen Sie mal überlegen. Also wenn Sie ans Mittelmeer fahren und haben da 22 Grad, das Wasser fängt ja fast an, also es war sehr, sehr warm, es war sehr, sehr schwül, das Wasser ist also sehr verdampft. Naja, das sind alles Prozesse, die man zu dem größten Teil der Erdgeschichte ansammeln kann. Also warme, angenehmes, stabiles Klima. Und dann passiert sowas wie die Eiszeit. Was passiert da? Was ist da los? Ja? Also, schauen wir uns das mal genauer an. Fragen wir erstmal, woher wissen die denn das überhaupt? Wie das Klima gewesen sein kann oder gewesen sein soll vor 250 Millionen Jahren? Müssen wir einen Moment zurückgehen in die Kernphysik. Isotope. Ein Isotop ist ein Atomkern. Also Atomkern war ja die Sache mit Protonen und Neutronen. Ne? Also jeder ordentliche Atomkern hat genauso viele Protonen, positiv, wie Neutronen, die sind neutral. Ne? Um den Atomkern herum fliegen die Elektronen, damit das ganze Atom neutral ist. Soweit so gut. Ein Isotop hat nun entweder mehr oder weniger Neutronen. Also nicht die Ladung verändert sich im Kern, sondern die Anzahl der Neutronen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass ein Isotop, was mehr Neutronen hat, das Isotop ist schwerer. Ne? Ist klar. Das Isotop. Der normale Atomkern hat normale Anzahl an Neutronen und ein Isotop zum Beispiel von Sauerstoff. Es gibt von Sauerstoff das O16, das sind also 8 Neutronen im Kern. Und dann gibt es ein O18, das sind 10 Neutronen im Kern. 2 Neutronen mehr, aber das macht den Unterschied aus. Denn, was sehen wir? Die Isotope, die schwerer sind, ja, die werden schwerer verdunsten. Die kommen schwerer raus aus dem Meerwasser. Dafür fallen sie aber auch schneller wieder runter. So, aufgemerkt. Meerwasser verdunstet mit einer bestimmten Anteil von leichten und schweren Anteilen eines Stoffes, wie zum Beispiel Sauerstoff. Regnet sich über dem Meer wieder ab, teilweise. Was fällt da weg? O18. Fällt nämlich zuerst mal wieder ins Wasser runter. Der leichtere Anteil bleibt aber in der Luft, in der wassergeschwängerten Luft und kommt dann irgendwann am Pol als Regen runter, beziehungsweise als Schnee. Was also passiert, wenn zunehmend das Klima sich verändert, ist, dass das Verhältnis der Isotope sich verändert. Die schweren werden früher abgeregnet, deswegen ist das Eis angereichert mit leichten Atomkernen. Haben Sie es verstanden? Die schweren fallen früher runter, deswegen ist der Regen bzw. der Schnee, der dann auf den Polen runterkommt, ist angereichert mit leichten Atomkernen. Und aus dem Verhältnis der schweren zu den leichten Atomkernen lässt sich nun unglaublich genau die Temperatur messen. Das ist praktisch wie ein Thermometer. Ja, und auf diese Art und Weise stellt man also fest, wie sich das Klima auf der Welt verändert hat. Da sind Sprünge dabei. In den letzten 3-4 Millionen Jahren hat es zum Beispiel immer mal wieder Sprünge gegeben. Innerhalb von 10 Jahren sprang die Temperatur um 14 Grad. Also das wäre jetzt, in unserer heutigen Zeit wäre das gewaltig. Wir würden das sehr, sehr merken, wenn jetzt die Temperatur auf einmal schlagartig innerhalb von 10 Jahren die Durchschnittstemperatur um 14 Grad fallen würde. Das wäre eine Katastrophe für die Weltwirtschaft. Wir würden viel mehr Erdöl verbrauchen, weil wir natürlich viel mehr heizen müssten im Winter. Das wären sehr, sehr lange Winter. Möglicherweise würde es zu einer ziemlich starken Vereisung der Alpen kommen und so weiter. Aber diese Sprünge kennt man. Also das Wetter scheint in den Eiszeiten wesentlich instabiler zu sein als in den Warmzeiten. In den Warmzeiten, wie sie so sanft ruhen, die Toten, ja. Über Jahrmillionen, zig von Jahrmillionen ist die Temperatur praktisch völlig konstant. Und nur in einer solchen konstanten Treibhauswärme konnten sich solche Viecher wie die Dinosaurier eigentlich erst richtig entwickeln, weil die mussten ja fressen, die Hülle und die Fülle. Aber wo war ich stehen geblieben? Genau. Wie kommt es zur Eiszeit? Also halten wir noch mal fest. Es gibt keine Regelmäßigkeiten bei den Eiszeiten, aber früher, zum Beispiel vor 18.000 Jahren, gab es die letzte Kaltzeit. Wir sind zwar jetzt in einer Eiszeit, aber wir sind in einer Warmzeit einer Eiszeit. Nee, also nochmal. Eine Eiszeit besteht aus Kaltzeiten und Warmzeiten. Im Gegensatz zu einer Nicht-Eiszeit, die besteht nur aus Warmzeiten.
Wir sind in einer Warmzeit, weil zurzeit ist es wärmer als vor 18.000 Jahren, da war es nämlich eine Kaltzeit. Vor 18.000 Jahren zum Beispiel musste sich der Franzose keine Gedanken machen, wie er nach Großbritannien kommt. Da gab es nämlich keinen Kanal. Warum? Weil Europa war völlig vereist, also große Teile von Europa waren vereist. Die Gletscher gingen runter bis nach Dänemark, ja? Also vom Norden runter bis nach Dänemark, vom Süden von den Alpen zum Beispiel bis weit in den mittleren Bereich Deutschlands. Und dadurch, dass so viel Wasser in Eis gespeichert war, sank der Meeresboden. Also die Meeresboden sank nicht, sondern die Meeresoberfläche sank. Ja, also die Wasseroberfläche sank runter. Und zwar um 120 Meter. Das heißt also, Bereiche wie zum Beispiel hier die deutsche Nordsee, war alles Land. Die ganze deutsche Bucht, großer Teil der deutschen Bucht, war alles Land. Und wie gesagt, der Franzose hatte kein Problem, mal eben nach Großbritannien zu gehen und dort ein lauwarmes Avisia zu trinken. Quatsch. Also vor 18.000 Jahren hatten wir eine ganz massive Eiszeit in Europa. Und das war deutlich kälter als heute. Und diese Eiszeit, diese Kaltzeit vor 18.000 Jahren, ist ein Teil dieser Quartären-Eiszeit, die vor 3-4 Millionen Jahren begann. Warum ist die so? Das hat damit zu tun, dass Nordamerika und Südamerika zusammengestoßen sind. Also die Plattentektonik spielt eine ganz wichtige Rolle, denn dadurch sind die äquatorialen Meeresströmungen gestoppt worden. Das Wasser konnte nicht mehr am Panamakanal vorbei, sondern musste in Richtung Norden wegfließen. Es hat damit zu tun, dass Indien gegen Asien sich schiebt und Tibet hochgehoben hat. Und es hat damit zu tun, dass ein großer Landkontinent seit ungefähr 40 Millionen Jahren ganz langsam über den Südpol gelaufen ist. Das sind die wesentlichen geophysikalischen Gründe dafür, dass ein Planet vereist. Ja. Das ist der wesentliche Punkt. Land über den Polen, also in dem Fall am Südpol. Die Veränderung der Meeresströmung ist ganz, ganz wichtig. Und die Veränderung von Luftströmung ist ganz, ganz wichtig. Also Indien, also Sie wissen das ja vielleicht, ich gucke hier auf meine Fingernägel, ich habe mir das so gemerkt, die Kontinente, die Kontinentalplatten bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der Fingernägel wachsen. Also sind ja immer nur so ein paar Zentimeter im Jahr. Aber das reicht natürlich über die Jahrmillionen Jahre aus, um ganz gewaltige Veränderungen auf diesem Planeten hervorzurufen. Nicht nur in der Landverteilung, nicht nur in der Wasserströmung, sondern natürlich auch im Klima. Das sind so die ganz groben Gründe dafür, dass es auf unserem Planeten zu Eiszeiten kommt. Es mag einen astronomischen Anteil geben, nämlich die Lage der Erddrehachse, aber die lässt sich kaum nachweisen, denn die Eiszeiten sind sehr unregelmäßig und sie zeigen vor allen Dingen eins. Das Wetter ist eine unglaublich instabile Angelegenheit. Ja, gerade diese Sprünge, die innerhalb von 10 Jahren solche Temperaturänderungen von bis zu 14, 15 Grad bedeuten, das wäre eine absolute Katastrophe, wenn uns das heute passieren würde. Und wir müssen sagen, um wieder auf das Global Warming vom Anfang zurückzukommen, wir müssen aufpassen, ja. Oder um es so zu sagen, der Homo sapiens erkennt das Richtige, tut aber manchmal das Falsche. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wussten Sie, dass die Erde ein Magnetfeld hat? Ja, das weiß natürlich jeder. Ne? Die Erde hat ein Magnetfeld wie ein Stab. So, ne? Die Feldlinien kommen am Nordpol raus und gehen am Südpol wieder rein. Aber wussten Sie auch, dass das Erdmagnetfeld zerfällt? Doch, es zerfällt, ja. Und eigentlich müsste ich die Frage jetzt gar nicht mehr hinschreiben. Zerfällt das Erdmagnetfeld, weil ich kann sie mit Ja beantworten, damit wäre die Sendung zu Ende. Aber nein, wir werden darüber reden müssen, denn es handelt sich hier um ein Krisenmanagement. Und Krisenmanagement ist ja gerade in unseren Zeiten ganz besonders wichtig. Wie befreit sich die Erde aus einer Krise? Und sie steckt tatsächlich in einer Krise, wenn sie nämlich ihr Erdmagnetfeld umpolt. Das Erdmagnetfeld. Wie gesagt, es handelt sich um ein Magnetfeld, was so ähnlich ist wie das von einem Stabmagneten. Kennen Sie alles, ne? So ein Stab, machen ein paar Eisenfallspäne drumherum und dann sehen Sie, wie diese Feldlinien aus dem einen Pol rauskommen, aus dem anderen raus. Seit 1000 Jahren ungefähr schwächt sich das Erdmagnetfeld um ein Drittel ab. Wenn das so weitergeht, dann ist in 2000 Jahren der Hauptanteil des Erdmagnetfeldes, nämlich der Dipol, der Zweipol, ne? Also Nord- und Südpol, ist auf null abgefallen. Bedeutet das, wir stecken in einer globalen Magnetfeldkrise? Muss die Politik hier eingreifen? Muss es globale Magnetfeldkonferenzen geben? Aus denen die Amerikaner sich dann naturgemäß wieder raushalten? Nee, diesmal können die Politiker überhaupt nichts tun. Denn das Erdmagnetfeld polt sich schon seit Jahrmilliarden um. Das Erdmagnetfeld, Sie werden sich vielleicht fragen, wieso soll mich das Erdmagnetfeld interessieren? Das interessiert mich doch überhaupt nicht. Doch, es sollte Sie interessieren. Denn Ihre Existenz, meine Existenz und die Existenz aller komplexen Lebewesen auf diesem Planeten hängt stark damit zusammen, dass die Erde ein Magnetfeld hat. Ja, denn die Sonne. Die Sonne bringt uns nicht nur Licht, sondern auch hochenergetische Teilchen. Also hochenergetische Teilchen heißt Elektronen und Protonen, die mit richtig hoher Geschwindigkeit von der Sonne abgeblasen werden in Form eines sogenannten Sonnenwindes. Und dieser Sonnenwind aus geladenen Teilchen prallt auf das Erdmagnetfeld und kommt eben nicht auf der Erdoberfläche an, sondern wird vom Magnetfeld abgelenkt, ganz weit weg von der Erde. Nicht nur die Sonne produziert solche Teilchen, sondern auch die Milchstraße, und zwar nicht die Milchstraße selbst, sondern die vielen Supernova-Explosionen in der Milchstraße erzeugen die sogenannte kosmische Strahlung. Kosmische Strahlung sind also hochenergetische Teilchen. Mit anderen Worten, das hat was mit Radioaktivität zu tun. Und ein Planet, der kein eigenes Magnetfeld besitzt, dessen Oberfläche würde dem Fluss der kosmischen Strahlung ungeschützt ausgesetzt sein. Was hat das zur Folge? Eine erhöhte Mutationsrate, also eine erhöhte Rate an veränderten Zellcodes. Es gibt sogar, also jetzt nochmal unter uns, es gibt sogar eine ganz spekulative Theorie, die davon ausgeht, dass vor 2 Millionen Jahren das Erdmagnetfeld so schwach gewesen sein soll, dass also die Erde damals unter einem massiven Beschuss von kosmischer Strahlung stand und dass deswegen aus den Affen sich eine Seitenlinie abgespalten hat und daraus sind dann nachher
wir, sie, ich und so weiter entstanden. Das ist natürlich Quatsch. Also in erster Näherung ist es Quatsch, aber man weiß tatsächlich, dass vor 2 Millionen Jahren zum Beispiel das Erdmagnetfeld auch schon fast null war. Woher weiß man das? Nun, das weiß man aus einer ungeheuer großen Bibliothek. Diese Bibliothek liegt auf dem Meeresboden. Und zwar immer rechts und links vom mittelatlantischen und mittelpazifischen Rücken. Sie wissen ja, da kommt ja das Material aus dem Erdinneren raus. Die Erde praktisch brutzelt und brodelt ständig Material nach oben. Dadurch dehnt sich der Meeresboden aus und schiebt sich systematisch links und rechts von diesen Gebirgsrücken weg. Ne? Der Meeresboden hat ein Alter von nochmal so grob 200 Millionen Jahren. Und sobald also der Meeresboden an die Kontinentalplatten gerät, geht er unter den Kontinentalplatten wieder unter. Das heißt, die Bibliothek, die da auf dem Meeresboden liegt, ist 200 Millionen Jahre alt. Aber nicht älter. So, und das Tolle ist nun, dass links und rechts von dem mittelatlantischen Rücken sich in den Eisengesteinen die Magnetfeldrichtung genau des Momentes erhalten hat, in dem das Eisengestein aus dem Erdinneren hervorgekommen ist. Auf die Art und Weise weiß man, dass also systematisch das Erdmagnetfeld sich umgepolt hat. Also was eben noch der magnetische Nordpol war, war ein paar Millionen Jahre später schon der magnetische Südpol und. Das Doofe ist nur, das hat sich nicht periodisch abgespielt, sondern extrem unregelmäßig. Zum Beispiel vor 200 Millionen Jahren, das ist sozusagen die Kante unserer Bibliothek. Vor 200 Millionen Jahren gab es relativ häufig Umpolungen. Dann aber vor 100 Millionen Jahren, zum Zeitpunkt der Dinosaurier, gab es 35 Millionen Jahre lang überhaupt keine Umpolung. Nix. Seit 35 Millionen Jahren aber gab es insgesamt 79 Umpolungen. Also diese Maschine, die dafür verantwortlich ist, dass die Erde ein Magnetfeld hat, die scheint irgendwie nicht richtig immer zu funktionieren. Offensichtlich gibt es da Störungen und man weiß es nicht. Ne? Könnte man jetzt denken. Also fangen wir mal an zu erklären darüber und darüber zu reden, was ist das eigentlich für ein Mechanismus, der für das Erdmagnetfeld A verantwortlich ist und B, dass das Ding so wackelt. Also, dass dieses Magnetfeld überhaupt nicht stabil ist. Nun, die Maschine, die dafür verantwortlich ist, dass die Erde ein Magnetfeld hat, die nennt man Dynamo. Ne? Kennen Sie alles vom Fahrrad? Und die strampeln, geht vorne ihr Licht an. Also natürlich nur, wenn Sie den Dynamo am Fahrrad haben. Und sonst nicht. Aber geht ihnen Licht auf. Es hat also was mit ihrer Bewegung zu tun. Was sie da tun ist, sie bewegen eine Metallscheibe in einem Magnetfeld. In einem richtigen Dynamo im Labor würden sie eine Metallscheibe in dem Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule bewegen. Dadurch wird ein Strom induziert in der Metallscheibe. Und wenn sie jetzt die Spule mit der Metallscheibe wieder verbinden, dann verstärken sie das Magnetfeld der Spule ständig dadurch, dass sie die Metallscheibe bewegen. Also sie dämmeln da auf ihrem Fahrrad und bewegen diese Metallscheibe im Erdmagnetfeld. Dadurch kann in dem Metallscheibe blablabla. Und so auf diese Art und Weise wird also der Strom, den sie erzeugen, dadurch, dass die Metallscheibe sich im Erdmagnetfeld bewegt, ihr Lämpchen, also nicht ihr Lämpchen, sondern das Lämpchen ihres Fahrrads erleuchtet. Es hat also was mit elektrischem Strom zu tun. So ein Dynamo hat aber auch was mit Bewegung zu tun. Hey, elektrischer Strom, Bewegung, Metallscheiben, Spulen. Ich habe doch im Erdinnern keine Metallscheiben und keine Spulen, oder was? Habe ich denn elektrische Ströme? Ja, das Erdinnere ist aufgebaut aus verschiedenen Schichten. Im Inneren, ganz im Inneren, der feste Erdkern. Der ist richtig fest. Eisen, Nickel und so weiter. Um diesen inneren Erdkern herum der äußere Erdkern, flüssiges Metall. Das sind so Temperaturen von 5000 Grad und 3,3 Millionen Atmosphären Druck. Mein lieber Scholli, ne? Um den äußeren Erdkern kommt dann der Erdmantel. Und also am Rande des äußeren Erdkerns sinkt die Temperatur von 5000 auf 4000 Grad und der Druck nimmt ab von 3,3 Millionen Atmosphären Druck auf 1,4 Millionen Atmosphären Druck. Ich sehe schon, Sie wollen wissen, woher man das weiß. Von den Katastrophen, von den Erdbeben. Wenn nämlich Erdbeben an einem Ort irgendwo auf der Welt stattfinden, dann messen die Seismologen mit ihren Seismographen die Ankunftszeit verschiedener Erdbebenwellen. Diese Erdbebenwellen pflanzen sich durch den Erdkörper fort. Es gibt ganz unterschiedliche Erdbebenwellen. Und je nachdem, wie sie ankommen, bei dem Seismologen bzw. dessen Gerät, dem Seismographen, dann kann er zusammenstellen, durch welches Material diese Wellen gelaufen sind. Also die Erdbeben sind quasi sowas wie ganz wichtige Analyseverfahren für das Innere der Erde. Denn es ist ja klar, bei den Drücken und bei den Temperaturen, dann können wir nicht einfach hineinbohren oder auch nur uns im Entferntesten überlegen, wir könnten solche Zustände im Labor erzeugen. Das geht ja gar nicht. Also letzten Endes ist es so, dass wir über das Erdinnere viel weniger wissen als über die Oberfläche vom Mond oder vom Mars, nicht? Also die Erdbebenwellen erzählen uns etwas über dieses innere und flüssiges Metall in diesem äußeren Erdkern. Da ahnen Sie schon, Metall, wenn sich Metall bewegt, dann werden elektrische Ströme induziert und elektrische Ströme machen Magnetfelder. Aber was für Ströme fließen denn da? Wie wird denn das Metall, wie bewegt sich denn dieses Metall, bitteschön? Ja, gehen wir zurück in Ihre Küche. Ne? Also, Sie gehen jetzt in die Küche, stellen einen Topf auf eine Herdplatte drauf und schmeißen einfach mal Tomatensauce rein. Ne? Werden Sie sehen, was passiert, wenn Sie den Herd anhaben, das Zeug fängt an zu kochen. Ne? Wenn Sie richtig Vollgas geben, dann spritzt Ihnen das Zeug da raus. Was passiert da? Nun, da wird Energie von unten nach oben transportiert, und zwar in Form von sogenannten Konvektionsströmungen. Wenn Sie also richtig Ihr Gesicht über den Topf halten, dann werden Sie sehen, wie Ihnen die Konvektionsblasen ins Gesicht knallen. Machen Sie es nicht, Quatsch. Also,
Was ist bei der Erde die Herdplatte und was für ein Zeug bewegt? Was ist die Tomatensauce? Nun, die Herdplatte ist der innere Erdkern. Der innere Erdkern ist sehr heiß. Das ist gespeicherte Wärme noch von der Anfangszeit der Erde plus radioaktiver Zerfall. Nämlich Uran und Thorium zerfällt im Erdinneren, ist also eine zusätzliche Heizquelle und macht das Erdinnere heiß und flüssig. So, das wird jetzt von unten geheizt. Das heiße Material steigt auf, kühlt sich ab und fällt wieder runter. Diese Bewegungen, diese Konvektionsbewegungen sind letztlich auch dafür verantwortlich, warum zum Beispiel die Plattentektonik oben funktioniert. Nur, dass diese Platten auseinandertreiben, manchmal wieder zusammenkommen, alle 250 Millionen Jahre einen Superkontinent bilden, dann fällt er wieder auseinander und so weiter. Ja, hier zum Beispiel. Ne? Also wenn Sie jetzt dran denken, in Mallorca zu investieren, wäre ich vorsichtig. In 20 Millionen Jahren hat Afrika Mallorca weggefegt. Ne? Also langfristiger denken bei den Investitionen, denn Afrika kommt gerade auf Europa zu. Ist nur so ein kleiner Bemerkung am Rande von wegen Plattentektonik. Wobei stehen geblieben? Ach genau, Plattentektonik. Also diese Konvektionsbewegungen führen dazu, dass das Material aufsteigt und wieder abfällt. Wieder herunterfällt, aufsteigt und wieder herunterfällt. Sie sehen schon, was passiert da? Da bewegt sich flüssiges Metall. Flüssiges Metall bedeutet flüssige, freie Ladungen, bedeutet elektrischer Strom. Und elektrischer Strom, der sich bewegt, das induziert ein Magnetfeld. Naja, solche Konvektionsströmungen, also gibt es ja auf der Erde gibt's ja noch viel mehr. Es gibt ja nicht nur diese inneren Konvektionsströmungen, die man ja nur theoretisch sich vorstellen kann. Denn wie gesagt, wir haben ja keine Möglichkeiten, ins Erdinnere zu gucken und zu gucken, bewegt es sich denn auch tatsächlich so. Konvektionsströmungen kennen wir von der Erdoberfläche genauso. Die Meeresströmungen zum Beispiel, ne? Also der Golfstrom, ein Warmwasserstrom an der Oberfläche, aber ein Kaltwasserstrom direkt über dem Meeresboden. Es gibt die Winde. Die Wolkenbildung zum Beispiel, wenn feuchte und warme Luft aufsteigt und sich dabei Wolken bilden, das alles sind Konvektionsströmungen. Und diese Konvektionsströmungen haben nun vor allen Dingen eine ganz gewisse Eigenschaft, dass sie nämlich nicht irgendwie gleichmäßig auftauchen, sondern dass sie sich strukturieren. Und die Erde und der Erddynamo ist ein sogenannter Selbstorganisationsprozess. Offenbar, und die Umpolungen sprechen dafür, ist dieser Dynamo ja nicht stabil. Der fällt mal zusammen und dann fängt er wieder von neuem an. Offenbar befreit sich die Erde aus der Krise, dass entweder Wärme nicht genügend abtransportiert werden kann, von unten kommt ja ständig Wärme, oder aber, dass sie einfach zu wenig Wärme von unten bekommt, befreit sie sich dadurch, dass sie Konvektionsströmung auf- und komplett wieder abbaut. Und durch diesen Abbau der Konvektionsströmung kommt es dazu, dass der Dynamo völlig zusammenbricht. So, wenn er jetzt wieder von vorne anfängt, dann hat er seinen Nordpol in einen Südpol verwandelt und seinen Südpol in einen Nordpol. Der hat also zwei Zustände. Positiv und negativ sozusagen. Also, der Dynamo ist ein Selbstorganisationsprozess, weil das System aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Der Dynamo der Erde ist ein chaotisches System, denn die Perioden, in denen diese Umpolungen stattfinden, sind überhaupt nicht regulär, sondern das kommt mal häufiger vor und mal gar nicht. Das ist wie beim Patienten mit Herzkammerflimmern. Ja? Also, manchmal bricht er zusammen, aber dann hat es sich das Herz wieder berappelt und dann schlägt es wieder ganz normal, allerdings in einem Zustand, der nicht unbedingt dasselbe ist. Nicht? Wir Menschen sind ja auch nicht Gleichgewichtssysteme. Wenn wir im Gleichgewicht mit unserer Umgebung wären, dann wären wir ja so warm wie die Umgebung selber. Sind wir nicht. Wir sind weit weg vom Gleichgewicht. Wir müssen Energie auf uns nehmen, in uns aufnehmen, damit wir uns in unserem Zustand aufhalten können. Also Selbstorganisation und Chaos gehören zusammen. In dem Meer von Chaos gibt es Selbstorganisationssysteme und einer davon ist die Erde. Und wie gesagt, Menschen sind ja auch nicht Gleichgewichtssysteme und wir gehen ja auch oft durch Krisen durch und das Krisenmanagement muss man irgendwie beschaffen. Man kommt dann häufig als neuer Mensch heraus. Aber ich will Ihnen eines zum Abschluss sagen. Lassen Sie sich nicht eine Krise von außen aufschwätzen. Denn die größten Wohltäter der Menschheit sind die Faulenzer. Denken Sie mal daran, wie viel Unheil verhindert worden ist durch Nichtstun. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wenn Sie abends so in den Himmel schauen und sehen diese ganzen wunderbaren kleinen Pünktchen am Himmel, abgesehen von denjenigen, die da relativ schnell wandern, haben sie es mit Sternen zu tun, mit sogenannten Fixsternen, die also fix am Himmel stehen und ein scheinbares Bild der Ewigkeit abliefern. Das sieht ja so aus, als wenn da oben überhaupt nichts passiert. Also die Sterne sind entweder strahlende Kugeln, die strahlen also einfach, oder aber sie sind nicht da. Also wir hatten ja schon viele Fragen zu Sternleichen, also wo man pathologisch eine Sternleiche auseinander nimmt. Weiße Zwerge, schwarze Löcher, Neutronensterne, alles schon da. Aber wie wird denn ein Stern zu sowas? Wie entwickelt sich ein Stern? Oder ist der einfach immer nur eine schöne Kugel wie die Sonne, die einfach in Ruhe da vor sich hin brutzelt? Oder wie wird ein Stern zu einer Leiche? Also mit anderen Worten, wie vollzieht sich das Leben eines Sterns eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn der Astronom lebt wie alle Menschen, sagen wir mal größenordnungsmäßig 100 Jahre. Sterne sind aber riesengroße Gaskugeln und die Veränderungen von solchen Sternen, die dauern eben ein bisschen. Also die meisten Veränderungen. Es gibt Veränderungen, die gehen schlagartig, aber das sind nur Explosionen, davon wollen wir nicht reden. Sondern, wie wird denn nun so ein Stern zu sowas? Und eine dieser Entwicklungsstadien, das ist sozusagen die Entwicklung vom Stern im Arbeitsleben hinein in das Rentenalter. Diese Entwicklung nennt man einen roten Riesen. Was ist ein roter Riese, ist heute das Thema. Also das ist jetzt nicht politisch gemeint oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Phase im Leben eines Sterns. Und diese Phase ist ein ganz wesentlicher Übergang für einen Stern, der ungefähr so viel Masse hat wie die Sonne, eher ein bisschen mehr. Einen wunderbaren roten Riesen können Sie am Himmel sehen, und zwar zwischen Herbst und Winter, zwischen Herbst und, sagen wir mal,
Ja, Ende des Winters steht ein Sternbild am Himmel, das ist der Orion. Das erkennen Sie alle an den berühmten drei Gürtelsternen, die da nebeneinander stehen. Und oben links, wenn Sie also von hoch gucken, oben links, da ist einer, das ist ein roter Riese, Betelgeuse. Ja? Das ist ein Stern, der ist so gewaltig, ja? Das können Sie sich überhaupt nicht, das lässt sich überhaupt nicht vorstellen. Betelgeuse ist so aufgebläht, dass er fast an der Jupiterbahn heranreicht. So groß, 750 Millionen Kilometer groß in seinen besten Zeiten. Das heißt, er pulsiert momentan immer so ein bisschen. So in 6 Jahren regelt er seinen Durchmesser um 270 Millionen Kilometer. Die Sonne hingegen ist 1 Million Kilometer groß. Also das ist fast überhaupt nicht, also 1,4 Millionen. Aber das, Sie sehen, ja, die Sonne ist ein Windstern im Vergleich zu diesem roten Riesen. Dieser rote Riese Betelgeuse ist bis zu 60.000 Mal heller als die Sonne, aber er ist auch kühler. Und dieser Stern, dieser rote Riese Betelgeuse, der wird uns noch beschäftigen. Und sagen wir mal, nicht uns Astronomen, sondern die Astronomen vielleicht erst in ein paar hunderttausend Jahren. Weil wenn der mal explodieren sollte, das wissen wir nicht genau, weil wir nicht genau wissen, wie viel Masse er nun tatsächlich hat. Hat er 12 Sonnenmassen oder hat er 17 Sonnenmassen? Wenn der 17 Sonnenmassen hat, also 17 Mal so schwer ist wie die Sonne, dann wird er als Supernova explodieren. Und dann wird er am Tage zu sehen sein, und zwar so hell wie ein Halbmond. Weil er ist relativ nah. Also relativ, wir wissen ja bei uns Astronomen, ist das alles so eine Sache. 425 Lichtjahre ist die Entfernung, von der wir glauben, dass sie stimmt für Betelgeuse. Dieser Stern, Betelgeuse, dieser riesengroße Stern, ist der einzige, von dem wir eine Aufnahme haben, praktisch wie die Sonne, dass wir nämlich wirklich seine Oberfläche erkennen können. Alle anderen Sterne sind für uns nur Punkte. Die Frage ist, wie wird ein Stern zum roten Riesen? Und spielt das für unsere Entwicklung oder für die Entwicklung der Planeten um die Sonne, spielt das irgendeine Rolle? In anderen Worten, wird auch die Sonne zum roten Riesen. Ja, also wie wird jetzt ein Stern zum roten Riesen? Also, der Stern, der normale Stern, ist ein Gleichgewichtssystem. Das ist klar. Der Druck von innen durch die Kernfusion verursacht, wirkt gegen die Schwerkraft, die nach innen zieht. Und im Inneren eines solchen Sterns wird Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Dabei wird Energie frei. Diese Energie ist die Quelle, von der wir leben. Wie ich immer sage, unsere Gedanken sind letztlich Kernenergie, also verschmolzene Atomkerne, die dabei, dass sie miteinander verschmelzen, wird Energie frei. Und diese Energie ist es, die einen Stern abstrahlt. Gut, so weit, so gut. Also ein normaler Stern verbrennt Wasserstoff zu Helium. Übrigens dabei verbrennt die Sonne so viel Material, dass sie pro Sekunde, jetzt nur mal am Rande bemerkt, 14 Millionen Tonnen Wasserstoff oder 14 Millionen Tonnen verliert. Ja? Also die Energie, die sie abstrahlt, entspricht 14 Millionen Tonnen pro Sekunde. Das merkt die Sonne nicht. Also das Ding ist ja viel zu schwer. Man hat also davon keine Ahnung. Dieser Prozess, also diese 14 Millionen Tonnen, die da pro Sekunde umgesetzt werden, also Masse in Energie, dieser Prozess verläuft so lange gut, solange im Innern noch Wasserstoff, also in der zentralen Maschine noch Wasserstoff da ist, der sich zu Helium verbrennt. Okay, Sie sind noch da? Das ist der innere Teil des Sterns und alles ist gut. Die äußeren Gasmengen, die lasten auf diesem Kern, aber der Kern drückt dagegen, weil er eine Energiefreisetzungsmaschine ist. Ne? Nochmal, da wird Gammastrahlung dabei frei. Die Gammastrahlung wird durch Streuung an dem umgebenden Material immer energieschwächer und energieärmer. Deswegen hat die Sonne eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad, während in ihrem Innern 14 Millionen Grad herrschen. Nicht? Die Gammastrahlung kann nicht durch, so weit, so gut. Okay, jetzt sagen wir mal, Samstagabend, der Stern hat kein Wasserstoff in seinem Innern mehr. So die letzten Atome Wasserstoff sind zu Helium verbrannt. Was nun? Das ist nicht schön für den Stern. Denn das, was jetzt passiert, ist etwas, was das ganze System völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Ja? Normalerweise, ist ja klar, geht der Energiefluss von innen nach außen. Also innen ist es heiß und die Energie wird nach außen transportiert, an die Oberfläche. Ja, jetzt hat er aber innen drin keine Energiequelle mehr. Das heißt, da kann überhaupt nichts mehr den Druck, den Schwerkraftdruck auf die innere Maschine halten. Ja, kann überhaupt nichts mehr passieren. Was macht der Stern jetzt? Der innere Teil fängt an zu schrumpfen. Ganz langsam. Der innere Teil fängt an zu schrumpfen. Bei diesem Schrumpfen wird Gravitationsenergie frei, Bindungsenergie. Also wenn ein schweres System schrumpft, dann wird dabei Energie frei. Und diese Energie, jetzt halten Sie sich fest, diese Energie, die muss natürlich irgendwo hin. Wo muss sie hin? Nun, sie geht in die äußeren Schalen, die um den Kern herum liegen. Und die äußeren Schalen sind ja noch aus Wasserstoff. Ja, hier. Das heißt, wir haben um den Kern herum, der aus reinem Helium besteht, Wasserstoffschalen. Und in diese Wasserstoffschalen kommt nur die Bindungsenergie, die vom Schrumpfen dieses Kerns kommt. So, das ist unglaublich. Während also im normalen Stern im Innern der Kern brennt, also Wasserstoff zu Helium verbrannt wird, ist bei einem Übergangsstern, also dann, wenn der Stern merkt, Mensch, ich habe überhaupt keinen, also der Stern merkt das natürlich nicht, aber er spürt das in gewisser Weise, dass im Innern die Energiequelle fehlt, er schrumpft, die äußeren Schalen werden aufgeheizt und was beginnt in den äußeren Schalen? Genau. Das Wasserstoffschalenbrennen. Ja. Das Wasserstoffschalenbrennen setzt früher ein als das Heliumbrennen im Inneren. Er hätte die Möglichkeit, wenn er ganz schnell sich zu ihnen zusammenzieht, dann würde er Helium zu Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter verbrennen. Das kann er aber noch nicht, weil er ist noch nicht dicht genug, er ist noch nicht heiß genug innen drin. Das heißt, um den Kern herum gibt es erstmal eine Schale, in der Wasserstoff zu Helium verbrannt wird. Das muss man sich jetzt mal überlegen. Diese Schale hat natürlich ein Riesenproblem am Hals. Die Schale wird von unten geheizt, weil dieser Kern schrumpft. Der schrumpft immer noch und der wird gleich noch mehr schrumpfen. Achtung, gleichzeitig, ja,
erzeugt die Schale selber Energie durch die Verschmelzung von Wasserstoff in Helium. Und diese Energie muss irgendwo hin. Nach unten kann sie nicht, ja, in den Kern, also muss sie raus. Also, was fängt der Stern an? Er fängt an, sich aufzublähen. So, das ist aber noch nicht alles. Sie sehen, wir haben diese Schale, die brennt, und der Kern unten, der noch schrumpft. Das ist nicht, ich weiß, es ist nicht einfach, aber ne, ich bin bei Ihnen, keine Angst. Also dieser Kern schrumpft aus Helium, darum eine Wasserstoffquelle, Wasserstoffschalen brennen um diesen Kern herum. Dadurch, dass der Wasserstoff ja in der Schale verschmolzen wird, entsteht jetzt nun weiter, na, was entsteht aus Wasserstoffbrennen? Helium. Das heißt, von außen, ja, fällt jetzt auf diesen Kern auch noch Helium drauf. Der Heliumkern wird also immer schwerer und schwerer und zieht sich zusammen, wird heißer, heizt noch mehr, diese Schalen brennen auf. Das Schalenbrennen wandert nach außen in dem Stern und der Stern bläht. Was will er denn sonst machen? Er bläht sich auf, ja, weil er unten eine Gravitationsenergiequelle hat, eine Bindungsenergiequelle, und in diesem Schalenbrennen Energie freigesetzt wird. Das Helium regnet auf diesen Kern drauf und die Schale breitet sich aus, breitet sich aus, breitet sich aus. So ist das bei Beta-Kreuze passiert, ja. Dieser Stern hat sich ausgebreitet bis fast auf die Jupiterbahn. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass ein solches Gebilde, wo im Innern, ja, dieser Heliumkern ist, zu dem wir gleich noch kommen werden, um den herum dieses Schalenbrennen ist. Das Schalenbrennen ist natürlich nicht so stabil. Ne? Da gibt es also Austauschprobleme. Immer wieder kommt kühleres Material, wird in diese Schale hineingemischt. Dadurch fängt der Stern an zu pulsieren, ja, und kann seinen Radius um mehrere hundert Millionen Kilometer verändern. Das muss man sich mal überlegen. Der Stern ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Er muss also irgendwie zusehen, wie er mit diesen energetischen Krisen hier und da überhaupt klarkommt. Das ist das, was jetzt bei Beta-Kreuze passiert. Jetzt ist aber folgendes Problem. Dieser Stern könnte vielleicht, wenn er die richtige Masse hat, also wenn er viel Masse hat, dann könnte er zur Supernova werden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sein innerster Kern dann so schwer ist, ja, dass das ganze Ding tatsächlich explodieren kann. Das heißt, in seinem Innern würde nicht nur Helium, das Heliumbrennen irgendwann anfangen. Helium verbrennt zu Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, sondern das kann sogar noch darüber hinausgehen, wenn der Kern richtig schwer ist, ja, der Überrest richtig schwer ist, dann kann es bis zum Silizium brennen kommen und dann bleibt am Ende die Eisenkugel übrig und die Leiche kennen wir ja schon. Das ist der Pulsar, also der Neutronenstern, eine 10 Kilometer große Kugel, in der alles an 1,5 bis 2 Sonnenmassen zusammengefasst ist. Dann sind wir aber schon wieder bei den Leichen. Wir wollen ja noch Dinge sich entwickeln lassen. Also nehmen wir an, Beta-Kreuze, die hat nicht so eine große Masse. Nämlich, nehmen wir mal an, sie hat, wie momentan errechnet, eine Masse zwischen 12 oder 17 Sonnenmassen. Nehmen wir also, wir sind an der unteren Kante, 12 Sonnenmassen. Dann wird der Stern sich entwickeln, natürlich wird er sich weiterentwickeln, denn dieser riesengroße Riese ist ja deswegen rot, weil er sich ausgebreitet hat. Das heißt, das Gas hat Arbeit verrichtet, dadurch wird die Temperatur runtergehen. Ja? Ist klar. Die Oberfläche wird riesig, dadurch ist seine Leuchtkraft so groß. Also das, was er an Energie rausschmeißt, hat natürlich was damit zu tun, dass diese riesengroße leuchtende Oberfläche so stark angewachsen ist. Deswegen ist er so kalt, einerseits, die Temperatur ist runtergegangen, 3000 Grad, andererseits ist seine Leuchtkraft nach oben gegangen. Und dieser innerste Teil jetzt, der also innerhalb dieser riesengroßen roten Hülle sitzt, der könnte, wenn der Stern zu klein ist, dann wird er zum weißen Zwerg. Ein weißer Zwerg ist ein Zustand, der ganz viele, wahrscheinlich die überwiegende Mehrzahl aller Sterne in unserer Milchstraße erleidet. Das ist nämlich dann, wenn die Materie so zusammengepackt wird, weil am Ende eines Heliumbrennens, wenn Kohlenstoff da ist und Stickstoff und Sauerstoff ein bisschen, weil am Ende dann die Materie sich überhaupt nicht mehr helfen kann, dieser neue Kern fällt wieder zusammen, aber er kann sich halt nicht mehr zu einer neuen Brennstufe entscheiden. Diese neue Brennstufe wird dadurch verhindert, dass die Elektronen in diesem Kernmaterial so eng gepackt sind, dass sie nicht mehr sozusagen mehr zusammengepresst werden können. Und dann ist es auch egal, wie heiß der Stern ist. Dieser Druck, der sogenannte Fermi-Druck der Elektronen, hat was mit einer Quantenregel zu tun. Das ist die Sache mit den Pauli-Doppelzimmern, dass also ein Elektron nur so eng zusammenkommen können, wenn sie unterschiedliche Eigendrehungen haben, das sogenannte Spin. Das führt dazu, dass die Materie, selbst wenn sie noch so heiß ist oder noch so kalt ist, man könnte die Temperatur null haben, der Stern kann nicht mehr weiter zusammengepresst werden. Und auf diese Art und Weise wird aus einem roten Riesen, wenn der Stern nicht so schwer ist, ein weißer Zwerg. Das ist übrigens das Schicksal unserer Sonne, die wird sich ausbreiten bis zur Marsbahn ungefähr und wird dann als weißer Zwerg übrig bleiben. Tja, so ist das im Leben eines Sterns. Ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Also dieser Stern muss eben auch irgendwann aufhören. Und da fällt mir noch eins zum Thema Rot. Mark Twain hat mal gesagt, der Mensch ist das einzige Tier, das erröten kann oder sollte. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Natürlich sind Astronomen, wie fast alle Naturwissenschaftler, vor allen Dingen so eine Art Archäologen. Die Astronomie ist für mich, ehrlich gesagt, die größte Art von Ahnenforschung, die man überhaupt betreiben kann. Und natürlich ist wie ein Archäologe, ein Astronom besonders froh darüber, wenn er was findet, was richtig, richtig alt ist. Also nicht nur ein bisschen alt, sondern uralt. Und solche Objekte gibt es. Und zwar gibt es sie vor allen Dingen in der Nähe der Milchstraße. Also nicht irgendwie JWD hinten am Rand des Universums, sondern richtig in unserer Nähe. Und das sind die sogenannten Kugelsternhaufen. Die Frage ist heute, was sind Kugelsternhaufen? Ja. Und
Ich kann Ihnen sagen, Kugelsternhaufen, das ist etwas außerordentlich Interessantes, weil nah und dicht. Was sind Kugelsternhaufen? Das ist ein Kugelsternhaufen. Ein Kugelsternhaufen ist was sehr, sehr, sehr Dichtes. Die Sterndichte in einem Kugelsternhaufen ist 20.000 Mal größer als die Sterndichte in der Nähe der Sonne. Die Sterne stehen dort so nah beieinander, dass sie sich immer spüren. Der mittlere Abstand in einem Kugelsternhaufen ist in der Nähe von einem Lichtjahr. Nur also hier zum Beispiel die Sonne hat einen Nachbarn, Alpha Centauri bzw. Proxima Centauri, der ist 4,3 Lichtjahre entfernt. In einem Kugelsternhaufen sind die Sterne in der Mitte so eng gepackt, dass sie fast innerhalb des der Ausdehnung des Sonnensystems sich treffen würden, wäre die Sonne in einem Kugelsternhaufen. Kugelsternhaufen sind alt, dicht, hochgradig interessant und sehr, 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 sehr wichtig für kosmologische Fragestellungen. Wie ist das losgegangen? Kugelsternhaufen hat man natürlich schon früher gekannt, denn es sind ziemlich helle Objekte am Himmel. Also man kann selbst mit einem Mikroskop, hätte ich fast gesagt, Teleskop, obwohl ja ein Teleskop sowas ist wie ein Mikroskop für die Astronomen. Mit Teleskopen im 19. Jahrhundert hatte man bereits Kugelsternhaufen entdeckt. Und aus den Beobachtungen im 20. Jahrhundert ergab sich dann folgendes Bild. Es gibt ungefähr noch 150 Kugelsternhaufen in der Milchstraße. Alle bewegen sich mehr oder weniger in Richtung des galaktischen Zentrums, also in die Mitte. Sie haben stark elliptische Bahnen und es gibt Kugelsternhaufen, die bis zu 180.000 Lichtjahren von der Milchstraße entfernt sind, aber noch zu ihr gehören. Mit anderen Worten, die Kugelsternhaufen, die bilden so etwas wie die Urgalaxie ab. Also die Urgalaxie, aus der sich die Milchstraße gebildet hat. Ja? Also in der großen Umgebung um die Milchstraße herum, da existieren diese Kugelsternhaufen, die bis zu 500.000 Sterne haben und typische Ausdehnung von einigen 10, 20, 30 Lichtjahren. Und die Dinger sind alt. Warum? Woher weiß man das, dass die alt sind? Ja, jetzt müssen wir mal einen Moment wieder in die Kernphysik abtauchen. Also, der Stern. Der Stern ist ja eine Fusionsmaschine. Im Stern wird vor allen Dingen Wasserstoff zu Helium fusioniert. Und dieser Vorgang der Kernfusion hängt nun sehr stark davon ab, wie schwer der Stern ist. Ist der Stern sehr schwer, dann drückt natürlich das Gewicht sehr stark auf den Kernreaktor in der Mitte, also im Innern, und das Material wird sehr, sehr schnell verbrannt. Wenn das aber so ist, wenn also ein Stern von der Wasserstoffphase in eine weitere Phase geht, also in Helium und Kohlenstoff, dann verändert er seine Charakteristik, dann wandert er und wird zu einem Riesen. Wohin wandert er? Wieso wandert? Nun ja, also es gibt ein Diagramm, das ist das Hertzsprung-Russell-Diagramm. Da müssen wir übrigens auch mal eine Sendung drüber machen, über Hertzsprung-Russell-Diagramm. Schreibt doch mal jemand auf. Das Hertzsprung-Russell-Diagramm gibt an die Verteilung eines Sterns, Masse gegen Leuchtkraft sozusagen. Also da gibt es eine Reihe, das ist die, also gucken Sie mal hin, das ist die sogenannte Hauptreihe. Wenn ein Stern auf der Hauptreihe sitzt, dann ist er ruhig. Dann macht er nichts. Dann verbrennt er in Ruhe seinen Wasserstoff zu Helium. Aber wenn er seinen Wasserstoffvorrat im Innern verbrannt hat, dann wandert er im Hertzsprung-Russell-Diagramm zu immer größeren Leuchtkräften und zu anderen Temperaturen, weil sich in seinem Innern auf einmal andere Kernprozesse abspielen. So. Für die großen Sterne ist es nun wichtig, ja? Die leben ja viel kürzer als die kleinen. Und deswegen wandern die früher von der Hauptreihe, von diesem Wasserstoffbrennen, los. Also, wenn man einen Kugelsternhaufen beobachtet, und das sind alle Sterne, haben praktisch gleichen Alters, dann kann man genau an dem Abknickpunkt, ja, kann man messen, wie alt ein Kugelsternhaufen ist. Also, wenn ich einen Haufen sehe, und das sind erstmal nur die blauen Sterne, also die großen Sterne, abgeknickt, dann ist der Haufen jung. Jung heißt 10, 20 Millionen Jahre. Das sind die großen Sterne. Wenn ich aber jetzt einen Kugelhaufen beobachte, bei dem zum Beispiel ein Stern wie die Sonne, ja, die wird ja erst nach Milliarden Jahren zu einem Riesen, weil sie erst nach Milliarden Jahren ihr Inneres verbrannt hat, also im Inneren den Wasserstoff zum Helium verbrannt hat, dann ist der Haufen alt. Und bei den Kugelsternhaufen, da hat man Abknickpunkte gefunden in diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm, die deuten darauf hin, dass die Kugelhaufen 13 bis 14 Milliarden Jahre alt sind. Ja, das ist praktisch wie, als wenn ein Archäologe irgendwas findet, so sagen wir mal die ersten Bücher, ja? Also die ersten schriftlichen Aufzeichnungen der Menschheit. Das ist was ganz Essentielles. Der Kugelsternhaufen, die Kugelsternhaufen in unserer Milchstraße sind für uns die Objekte der Wahl. Das sind die ersten Objekte im Universum. Das heißt, die ersten Objekte im Universum können es nicht sein. Denn Kugelsternhaufen haben bereits, die Sterne in den Kugelsternhaufen, da gibt es übrigens kein Gas mehr, nur am Rande mal bemerkt. In den Kugelsternhaufen sind Sterne, die haben bereits Metalle. Jetzt müssen Sie natürlich wissen, dass der Astronom, für den ist alles ein Metall jenseits von Helium. Also auch Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor, Phosphor ist für einen Astronom alles ein Metall. Warum, kann ich Ihnen jetzt eigentlich nicht so sagen, aber das hat sich so herausgestellt, weil das sind ja eben nur ganz geringe Anteile der Elemente. Meistens besteht ein kosmisches Objekt aus Wasserstoff und Helium und die schweren Elemente sind praktisch nur eine Verunreinigung. Also damit meine ich jetzt nicht Sie, weil wir bestehen ja aus Kohlenstoff und Stickstoff und so weiter, Sauerstoff, sondern im Universum sind die schweren Elemente uninteressant. Ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Ne? Also die haben Metalle. Wo kommen diese Metalle denn her, wenn das die ersten Objekte wären? Es können nicht die ersten Objekte sein, das müssen ganz andere gewesen sein. Kugelsternhaufen haben ungefähr ein Zehntausendstel von dem an schweren Elementen, was die Sonne hat. Das sind die Objekte mit der geringsten, wie wir sagen, Metallizität. Woher kommen die Metalle? Tja, also das Universum hat am Anfang ja in der frühen Zeit, also frühe Zeit ist wirklich früh, ersten drei Minuten, praktisch nur Wasserstoff und Helium hervorgebracht. Also sind die ersten Sterne, die es gab,
bestanden nur aus Wasserstoff und Helium. Diese Sterne müssen riesig gewesen sein, wahrscheinlich 100, möglicherweise 1000 Sonnenmassen. Sie wissen sofort, was ich meine. Ein so großer Stern, der lebt quasi gar nicht, ne? Der, kaum, dass er angefangen hat, Wasserstoff zu verbrennen, ist er schon wieder tot. Ist natürlich nicht. Also sind vielleicht 50, 60, 70.000 Jahre, vielleicht nur 100.000 Jahre gelebt. Und dann haben diese Sterne bereits durch Explosionen die in ihnen erbrüteten Elemente in den Halo der Milchstraße verteilt. Sie erinnern sich? 150 Kugelhaufen im Halo der Milchstraße, in der Umgebung der Milchstraße. Und aus diesem Gas, das bereits mit schweren Elementen angereichert war, haben sich dann die Kugelhaufen entwickelt. Tja. Wahrscheinlich hat es in der Milchstraße früher mal sehr, sehr viel mehr Kugelhaufen gegeben, denn diese Kugelhaufen mit einer Ausdehnung von einigen wenigen 10 Lichtjahren, ne, das sind die Objekte gewesen, die sich am Anfang in der großen urprotogalaktischen Wolke gebildet haben müssen. Ne? Denn die sind ja alt. Wahnsinnig alt. Ne? Also die sind ja so alt, dass es vor ein paar Jahren noch Bücher und Artikel gegeben hat mit solchen Schlagzeilen wie Urknall in der Krise, es gibt Objekte im Universum, die sind älter als das Universum selbst. Ist natürlich Quatsch gewesen, nicht? Weil diese Altersbestimmung, ne, das ist die Sache mit dem Abknickpunkt, die sind natürlich nicht so genau, wie man das gerne gehabt hätte. Und letztlich muss man ganz ehrlich sagen, hat sich die Sache natürlich längst erledigt. Es gibt im Universum keine Objekte, die älter sind als das Universum. Das wäre ja Blödsinn, nicht? Das wäre Unsinn sowas. Aber es gab einige Herrschaften, die meinten, da was geschrieben haben zu müssen. Gazetten, die man hierzulande Zeitungen nennt. Aber lassen wir das. Zurück zu den Kugelsternhaufen. Es gibt natürlich ein Riesenproblem. Und zwar besteht das Problem in der Physik der Kugelsternhaufen. Die Frage ist nämlich, wie um alles in der Welt kann eine Gaswolke so dicht werden, dass dabei 500.000 Sterne, astronomisch gesprochen quasi, auf einen Schlag entstehen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja? Wie? Das verstehen Sie nicht. Das ist doch ganz einfach. Nehmen Sie mal eine Gaswolke. Ne? Haben wir hier eine Gaswolke. Die Gaswolke will zusammenfallen. Das heißt, sie hat genügend Gewicht. Was für eine Kraft steht dem nun entgegen, dieser Schwerkraft der Gaswolke? Natürlich der Druck. Je kälter die Gaswolke ist, umso besser, umso schneller kann sie zusammenfallen. Wenn aber jetzt im Innern Sterne entstehen, dann üben die natürlich einen Druck aus. Durch was? Sternwinde. Ne? Ein großer Stern, ein blauer Stern, der bläst einen wahnsinnigen Wind. Das heißt, das Gas, was eigentlich auch wieder zusammenfallen will, wird durch den Stern weggedrückt. Das ist das eine. Das andere sind Sternexplosionen. Wenn so eine Supernova explodiert, das kann ich Ihnen aber verraten, ne? Dann brettert also die Hülle des Sterns mit teilweise bis zu 20.000 Kilometer pro Sekunde in die Umgebung ab. Wie soll das Gas da zusammenstürzen? Das geht doch gar nicht. Oder junge Sterne. Sonnenähnliche Sterne, also kleinere Sterne, die haben am Anfang eine sogenannte T-Tauri-Phase, das heißt, die blasen Jets raus. Also Druck wird erzeugt und das sollte eigentlich dazu führen, dass die Altersverteilung der Sterne in einem Kugelhaufen durchaus nicht an einem Tag sein kann, sondern das müsste schön verteilt sein, einige müssen später gekommen sein, andere früher und so weiter. Aber nein, Kugelhaufen scheinen irgendwie, es muss Selbstregulationsmechanismen geben, die die Sterne in den Kugelhaufen entstehen lassen. Das ist noch ein Riesenproblem und ist nach wie vor nicht geklärt. Eines ist aber sicher, die Kugelhaufen sind praktisch an einem Tag entstanden. Damit müssen wir uns also jetzt zunächst mal abfinden. Und sie weisen darauf hin, dass es in den Frühzeiten der Milchstraße die Möglichkeit gegeben hat, sehr, sehr viele Sterne praktisch auf einmal zu machen. Welche Konsequenzen hat das jetzt eigentlich, wenn ein Stern so eng in der Nähe eines anderen Sterns ist? Ja, es ist jetzt so, dass die Schwerkraft da natürlich auch zuschlägt. Also wenn Sie zwei Massen haben, ne, die sehr, sehr nah beieinander sind, dann merkt natürlich die eine Masse was von der anderen. Jetzt bewegen sich die Sterne in Kugelhaufen mit relativ hohen Geschwindigkeiten. Und die werden sogar noch dadurch beschleunigt, dass sie in das Schwerkraftfeld ihres Kompagnons, na Kompagnon kann man nicht sagen, sondern ihres Mitbewohners geraten. Auf die Art und Weise werden immer wieder Sterne aus den Kugelhaufen herausgekickt, herausgeschossen. Und das Irre ist nun, jedes Mal, wenn ein Stern den Kugelhaufen verlässt, wird der Kugelhaufen kompakter. Das heißt also, die Sterndichte wird größer. Dieser eine Stern trägt quasi einen Teil der Energie mit raus und auf diese Art und Weise kann die Bindungsenergie des Kugelhaufens anwachsen. Der wird noch enger und noch kompakter. Ja, das hat natürlich Konsequenzen, nicht? Also irgendwann müsste sich dann im Innern eines Kugelhaufens möglicherweise sogar ein schwarzes Loch bilden können. Aber hier muss man aufpassen, weil nämlich die Sterne, wenn sie also ganz dicht beieinander sind, werden die natürlich immer schneller und schneller und schneller. Wenn sie schneller und schneller werden, werden also immer mehr und mehr Sterne herausgekegelt. Aber was wir heute sehen in den Kugelhaufen, ist also nicht nur eine ziemlich gleichmäßige Altersverteilung. Also die Sterne kommen mehr oder weniger vom gleichen Tag, jetzt mal astronomisch gesprochen. Nicht tatsächlich, sondern astronomisch gesprochen. Und die Sterndichten im Innern, die sind irrsinnig hoch, aber es ist noch nicht zu einer schwarzen Lochbildung gekommen. Also wir haben es bei den Kugelsternhaufen mit Objekten zu tun, die sehr, sehr alt sind. Wirklich, das sind die ältesten in der Milchstraße, die wir kennen. Davon hat es wahrscheinlich früher ein paar Tausend gegeben. Es sind die ersten Objekte gewesen in einer sich formenden Milchstraße. Die Scheibe, die galaktische Scheibe, ach, die
Die ist ja jung im Vergleich zu den Kugelhaufen. Ne? Aber viele der Kugelhaufen, der ursprünglichen Kugelhaufen, sind von der galaktischen Scheibe quasi zermahlen worden. Und wie gesagt, heute gibt es noch so 150, die im galaktischen Halo herumreiten und die uns etwas darüber verraten, wie alt die Milchstraße tatsächlich ist und wann sie angefangen hat, sich zu bilden. Ne? Und wenn man sich mal überlegt, dass wirklich vor einiger Zeit noch Leute behauptet haben, das ganze kosmologische Modell, das würde ja nicht stimmen, weil es ja Kugelhaufen gäbe, die älter seien als das Universum, dann fällt mir eigentlich nur ein Spruch von Konrad Adenauer ein, der mal gesagt hat, man muss nicht immer denselben Standpunkt vertreten. Ne? Niemand kann einen davor bewahren, klüger zu werden. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute gibt es eine sehr unterkühlte Sendung. Wir werden zu sehr, sehr niedrigen und tiefen Temperaturen gehen, um dabei festzustellen, dass bei den niedrigen Temperaturen die Welt nicht so ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen, nämlich festgefroren. Sondern auch bei niedrigen Temperaturen können sich Dinge abspielen, die außerordentlich interessant sind und die letztlich sogar zur Entstehung von Leben im Kosmos führen können. Aber das wieder ganz am Ende. Die Frage, um die es heute geht, ist, wie entsteht Eis im Kosmos? Dass es Eis gibt, ist ja klar. In jeder ordentlichen Gefriertruhe ist Eis und da die Gefriertruhe im Kosmos steht, gibt es natürlich Eis im Kosmos. Aber was ich jetzt meine, das ist das Eis im Universum. Und dass es so ein Eis gibt, ich glaube, das ist völlig logisch. Da draußen ist es ja kalt. Gut. Ich weiß, es gibt natürlich Röntgenstrahlung. Du hast zum Beispiel meint, ein Gas hat ein paar Millionen Grad. Klar. Es gibt Sterne, deren Oberflächen sind so heiß, da wird auch kein Eis entstehen. Aber es gibt auch ganz andere Plätze, in denen Eis tatsächlich zusammengebaut wird. Und das sind junge, kalte, dunkle Gaswolken. Das sind die Eiskammern des Universums. Und in diesen Eiskammern, da entstehen riesengroße Mengen an Eis. Damit man Eis, also richtig gefrorenes Wasser, im Universum tatsächlich finden kann, also mit einem Teleskop da rausgucken und versuchen, Wasserlinien zu finden, dafür muss man riesige Mengen an Eis haben. Ne? Ist klar, weil das Teleskop findet ein Signal nur dann, wenn es stark ist. Wenn Sie ein paar tausend Lichtjahre Entfernung eine Eiswolke haben, dann muss das viel Eis sein. Das können nicht nur so ein paar Kristalle sein, die da in der Luft rumschwirren, sondern das muss richtig viel sein. Ja, jetzt ist das natürlich mit dem Eis so eine Angelegenheit. Denn in diesen kalten Gaswolken entsteht nicht nur Eis, wie wir wissen, sondern es entstehen auch organische Moleküle. Also zum Beispiel Ameisensäure, Methanol, Ethanol, bis hin zur einfachsten Aminosäure. Das entsteht alles in diesen Gaswolken. In den Gaswolken entstehen aber auch Sterne. So. Sterne sind aber Strahlungsquellen. Und zwar vor allen Dingen, heiße Sterne sind Strahlungsquellen von UV-Strahlung. Jetzt wissen wir ja alle von unseren eigenen Sonnenbränden, dass UV-Strahlung, hier auf der Erde ist es ja etwas gedämpft. Ich schweife ab. Ozonschicht, Sie erinnern sich, es gab ja früher mal eine Ozonschicht um den Planeten, die war ja vollständig. So konnte sich ja Leben entwickeln. Wir sind ja gerade dabei, dieses Experiment zu machen, Leben ohne Ozonschicht. Müssen wir mal ein bisschen warten, wobei ich denke, genau, ja. Also bei der UV-Strahlung. Die UV-Strahlung zerstört offenbar organisches Material. Wie kann es sein, dass in den Molekülwolken in der Gegenwart von Sternen, jungen Sternen, die UV-Strahlung abgeben, organische Moleküle entstehen können? Und zwar viele. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Denn solche organischen Moleküle, wie sie da oben existieren, das ist ja nicht so wie bei uns. Bei uns gibt es jede Menge organisches Material. Also wenn hier bei mir die Haut verbrennt, Sonnenbrand, nicht, dann gibt es ja darunter noch organisches Material. Also ich jetzt quasi. Ne? Da draußen sind die organischen Moleküle aber in großer Menge groß verteilt. Denn diese Gaswolken sind riesengroß, sind ein paar Lichtjahre groß. Nicht? Wie können die da überleben? Ja? Und was hat das alles mit Eis zu tun? Letztlich, muss man sich noch fragen. Tja, wo fange ich jetzt an? Wie machen wir das? Gut, machen wir erstmal Folgendes. Die Temperatur von diesen Gaswolken ist sehr niedrig. Also, da ist selbst die niedrigste Temperatur, die auf der Erde gemessen wird, mit minus 90 Grad Celsius, ist da quasi noch hochsommerlich heiß. Eine Gaswolke ist kalt. Saumäßig kalt. Die hat so Temperaturen bis minus 250, minus 260 Grad. Das Eis, was wir von der Erde kennen, jetzt kommen wir endlich mal aufs Eis, nicht? Das Eis, was wir auf der Erde kennen, ist also Eis, was wir höchstens kennen können, in natürlicher Vorkommen, bis minus 90 Grad Celsius. Aber da hat man noch keine Eisuntersuchung gemacht. Kurze Zwischenbilanz, Eis. Denn das war die Frage in der Sendung. Was ist eigentlich Eis? Ist natürlich lächerlich, das wirklich zu fragen, aber Eis ist Wasser. Gefrorenes Wasser. Und Eis ist ja, hat ja zweierlei, Wasser hat zweierlei Zustandsformen, nämlich die flüssige Form. Wir zum Beispiel sind in großen Teilen Wasser, flüssiges Wasser. Wenn wir gefrieren, um diesen schönen Konjunktiv zu benutzen, dann würden wir explodieren. Denn Eis, also gefrorenes Wasser, nimmt mehr Volumen ein als flüssiges Wasser. Deswegen ist es eigentlich so widerlich gefährlich für organisches Material. Und dann kommen wir wieder zurück auf die organischen Moleküle. Auch für organische Moleküle müsste es eigentlich gefährlich sein. Also das Eis, das wir kennen. Ne? Also dieses feste Eis. Jetzt fange ich schon an, mit den Händen zu arbeiten. Denn Wasser, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Wasser ist ein sogenannter elektrischer Dipol. Wasser besteht aus Wasserstoff, zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Die beiden sind unter einem Winkel von 105 Grad, sind die beiden Wasserstoffatome an dem Sauerstoffatom angeflanscht. Müssen Sie sich vorstellen, hier ist das Sauerstoffatom, hier die zwei Wasserstoffatome. Und die beiden Wasserstoffatome geben nun tendenziell ihr eines Elektron eher an das Sauerstoffatom ab,
Also die Sauerstoffseite ist negativer als die beiden Wasserstoffseiten. Und schon mal meinen elektrischen Dipol, hier ein bisschen Plus, da ein bisschen Minus. Dadurch, dass alle Wassermoleküle so aufgebaut sind, bilden sich nun im Wasser, wir sind noch bei flüssigem Wasser, bilden sich Zweier-, Vierer- und Sechser-Aggregate. Also im flüssigen Wasser vor allen Dingen Zweier- und Vierer, sogenannte Wasserstoffbrückenbindung. Da bildet sich nämlich der negative Anteil des einen Moleküls, blockt oder bindet sich an den positiven Anteil des anderen Moleküls. Und nur deswegen ist Wasser flüssig, nur am Rande bemerkt. So, jetzt frieren wir das Wasser ein, kommen also auf 0 Grad Celsius, dann bilden sich Sechser-Blocks. Ja? Also Wasser in gefrorenem Zustand, so wie wir es kennen, hat eine hexagonale Struktur. Ne? 1, 2, 4, 5, 6. Gut. Diese hexagonalen Strukturen, die kann man auch bei Kristallen zum Beispiel sehen, die drücken alle anderen Atome raus. Da ist kein Platz für anderes Material. So, aber jetzt sage ich Ihnen was. Das Wasser im Weltall, das gefrorene Wasser, also das Eis im Weltall, ist ganz anders als das Eis, was wir kennen. Denn bei ganz niedrigen Temperaturen, ja, bei ganz niedrigen Temperaturen lösen sich diese Sechserverbände wieder auf und das Wasser, halten sich fest, das Wasser fängt das Eis, ich muss ja immer von Eis, also das gefrorene Wasser, das Eis fängt bei niedrigen Temperaturen an zu fließen. Yeah. Also bei Temperaturen unterhalb von minus 200 Grad Celsius. Es fängt schon teilweise ein bisschen an, so wir sprechen davon, dass das Eis amorph wird. Das ist also wie Glas dann praktisch. Während das normale Eis bei den Temperaturen, die wir kennen, bis minus 70 Grad Celsius ungefähr, immer noch diese kristalline Struktur hat und damit organischen Molekülen überhaupt nicht erlaubt, in diesem Kristallverband zu bleiben, wird Eis bei ganz niedrigen Temperaturen eher wie Glas. Das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen ist dem flüssigen Wasser viel ähnlicher als dem kristallinen Eis, was wir kennen. Jetzt werden Sie natürlich sagen, woher wissen die denn sowas? Ja, das können die doch gar nicht wissen. Ich meine, das Eis da draußen in diesen Gaswolken, das ist ja ewig weit weg, da ist man froh, dass man überhaupt mal eine Wasserlinie in diesen Molekülwolken findet. Wie können die denn wissen, wie sich Eis bei den niedrigen Temperaturen verhält? Hier, Herrschaften, gibt es die schöne Verbindung Laborphysik und Astrophysik. Gemäß unserem Credo, die Naturgesetze gelten überall im Universum auf die gleiche Art und Weise, hat man schon früh angefangen, im Labor zu versuchen, gewisse Dinge, die im All da draußen vorkommen, zu simulieren, praktisch im Experiment darzustellen, damit man die experimentellen Ergebnisse auf große astrophysikalische Gebiete übertragen kann. Ja, also angefangen hat das ursprünglich mit dem Experiment 1935, da war man zum ersten Mal in der Lage, Eis bei ganz niedrigen Temperaturen im Vakuum zu erzeugen, also unter ganz niedrigem Druck. Und schon damals war klar, es bildet sich so ein amorphes Eis. Da fing es aber noch nicht an zu fließen. Erst in den letzten Jahren haben Laborexperimente ergeben, dass das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen, und zwar unter Beschuss, jetzt kommt's, und dann sind wir nämlich auch sofort wieder in der Gaswolke, unter Beschuss von UV-Strahlung oder freien Elektronen, was energetisch ungefähr dasselbe ist, da fängt das Eis tatsächlich an zu fließen. Man hat im Labor festgestellt, dass das Eis durch Zugabe von Energie anfängt zu fließen. Und fließendes amorphes Eis bei den niedrigen Temperaturen, ja, ist natürlich der ideale Kandidat, um organisches Material einfach mitzunehmen und zu transportieren. Denn in dem amorphen Eis gibt es immer wieder Möglichkeiten, für organische Moleküle transportiert zu werden, überhaupt in dem Eis zu bleiben. So, und jetzt sind wir zu Hause, schon fast. Denn die Entstehung von kosmischem Eis bei sehr niedrigen Temperaturen mit diesem Fließverhalten von kosmischem Eis unter dem Einfluss von UV-Strahlung und freien Elektronen liefert uns ein vernünftiges Bild. Erstens für die Entstehung von organischen Molekülen in den Gaswolken. Und zwar, ob schon sie unter Dauerbeschuss stehen von diesen UV-strahlenden Sternen. Die UV-Strahlung der Sterne wird praktisch nur dazu benutzt, den Eisverband dazu zu kriegen, sich zu bewegen, dadurch organisches Material mitzunehmen und in der Lage zu sein, jetzt wird es nämlich ganz schwierig, größere organische Moleküle aufzubauen. Ja, ist ja klar. Also wir haben Stickstoffatome, Kohlenstoffatome, Sauerstoff ist im Eis ja sowieso drin. Aber die werden praktisch, ja, wie soll man sagen, speditiert. Ja? Das Eis ist quasi ein Spediteur. Ja? Also, damit organische Moleküle unter dem Eindruck oder unter dem Einfluss dieser UV-Strahlung überhaupt existieren können in den Gaswolken, muss man Ergebnisse aus der Laborphysik, um das überhaupt verstehen zu können, muss man Ergebnisse aus der Laborphysik nehmen und muss sie auf eine astrophysikalische Umgebung übersetzen. Ja? Ja, aber das wird ja jetzt noch wird ja sehr interessant. Schauen wir uns also mal an. Nur nochmal zur Wiederholung. UV-Strahlung sollte eigentlich die organischen Moleküle zerstören. Jetzt wissen wir, wo sie eingetragen werden, nämlich im Eis. Das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen fängt an zu fließen. Diese Verbindungen werden aufgebrochen. Das kosmische Eis ist in gewisser Weise der Garant dafür, dass organische Moleküle im Universum überhaupt überleben können. So. Jetzt sind wir noch nicht bei Leben, ne? Ich habe zwar eben schon mal das Wort Überleben benutzt, aber wir sind noch nicht bei Leben. Wie kriegen wir jetzt die organischen Moleküle dahin, wo sie vielleicht mal ans Leben kommen? Es ist ja eine uralte Geschichte. Die gute alte Frage, wie kommen eigentlich die organischen Moleküle, komplexe organische Moleküle auf der Erde zustande? Sind die auf der Erde entstanden? Sind die von außen eingetragen worden? Woher kommt überhaupt unser Wasser? Das wäre übrigens auch mal eine interessante Sendung. Schreibt das mal jemand auf. Das ist nämlich eine Geschichte für sich.
Wir vermuten, ich kann es ja schon mal so am Rande bemerken, wir vermuten, dass alles damit zu tun hat, dass Kometen eingeschlagen sind. Denn in den Gaswolken, in diesen Gaswolken, in denen viel Staub existiert, da entstehen ja später die Sterne oder während der Staub entsteht, entstehen bereits Sterne. Das heißt, es gibt Staub, es gibt Material, es gibt organisches Material. In diesen Staubscheiben entstehen nicht nur die Planeten, sondern auch Kometen. Ja? Also mit anderen Worten, die Planeten entstehen daraus, dass viele dieser Planetoide sich zusammenbacken. Ja? Also mit anderen Worten, wo wir hinwollen, ist ja letztlich die Frage, woher kommt überhaupt das organische Material auf der Erde? Denn die Erde in ihrem Urzustand war ja heiß, war ja eine unglaublich heiße, aufgeschmolzene Gesteinskugel, gnadenlos bombardierte ein Komet nach dem anderen diesen Planeten. Und die organischen Moleküle müssen sich sogar in einer Phase gebildet haben. Oder sind in einer Phase auf die Erde eingedrungen worden, wo dieser aufgeschmolzene Planet sich schon ein bisschen abgekühlt haben musste. Wenn die Kometen also das Wasser und die organischen Moleküle auf die Erde gebracht haben, dann verdanken wir unsere Existenz, wie gesagt, das ist nur eine Theorie, aber dann verdanken wir unsere Existenz letztlich der Tatsache, dass im Universum bei ganz niedrigen Temperaturen das gefrorene Wasser, also das Eis, ja, sich anders verhält als das Eis, was wir normalerweise kennen. Ja. Denn wie gesagt, das Eis, was wir kennen, ist fest, kristallin und hart. Und lässt nichts rein. Das Eis bei ganz niedrigen Temperaturen hingegen ist ein fließendes Eis und dem flüssigen Wasser viel ähnlicher als das, was wir normalerweise unter Eis verstehen. Das heißt also, eine ganz merkwürdige Koinzidenz der Eigenschaften dieses Wassermoleküls bei ganz niedrigen Temperaturen ist letztlich dafür verantwortlich, dass es auf unserem Planeten Lebewesen gibt, deren Großhirne angefangen haben, darüber nachzudenken, ob sie allein im Universum sind oder nicht. Insofern verdanken wir dem Eis eine ganze Menge. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Bis zum 31. Dezember des Jahres 1800 bestand das Sonnensystem nur aus Planeten und einigen wenigen Eindringlingen, die immer mal wieder kamen und sich als Kometen der Menschheit dargestellt haben. Am 1. Januar des Jahres 1801 allerdings entdeckte ein sizilianischer Mönch namens Giuseppe Piazzi am Himmel, vermittels seines Fernrohrs, einen Körper, deren Art und Weise wusste man nun überhaupt nicht einzuordnen. Nämlich ein Korpus, der zwar keine Planetenscheibe zeigte, der sich aber ungefähr so bewegte wie ein Planet. Nämlich einer, der manchmal zurückläuft vor dem Sternenhintergrund und dann wieder vorläuft und dann die Sterne überholt. Also es musste irgendwas sein, was wusste man nicht. Nun, wir wissen es heute, es handelte sich dabei um den ersten Asteroiden, den der Piazzi da entdeckt hat. Er nannte ihn Ceres, das ist auch gleichzeitig der größte. Ceres ist die Schutzgöttin von Sizilien und es ist auch gleichzeitig der größte Asteroid, den wir kennen. Der ist 933 Kilometer groß, also ein richtiger Felsbrocken. Und seitdem hat man viele von den Dingern entdeckt. Und jetzt ist die entscheidende Frage, woher kommen die Asteroiden eigentlich? Also sind die alle am gleichen Platz im Sonnensystem oder gibt es da verschiedene Sorten? Also ist die Frage heute, woher kommen die Asteroiden? Und das ist eine Geschichte von historisch größter Bedeutung für die Astronomie. Und sie führt uns ins Reich des Chaos, wie wir sehen werden. Und sie führt uns in das Reich der astronomischen Zahlenmystik. Woher kommen die Asteroiden? Nun, der Piazzi hatte das Ding am 1. Januar 1801 zum ersten Mal gesehen und hat dann bis zum 11. Februar des gleichen Jahres das beobachten können am Himmel. Sah also, wie sich ein relativ schwaches, eigentlich sehr schwaches Objekt am Himmel bewegt. Dann wurde er krank. Und danach hat er ihn noch einmal beobachten können und dann hat sich dieses Ding, war so nah an der Sonne, dass die Helligkeit der Sonne es überstrahlt hat und man hat es nicht mehr entdeckt. Nun, Piazzis Beobachtungen, wir sind im 19. Jahrhundert, brauchten eine Zeit, bis sie sich in Europa verbreiteten. Es ging also nicht so wie heute mit E-Mail und Internet, zack, zack, zack. Sondern damals hat es eine Weile gebraucht, bis von Sizilien in Deutschland ein berühmter Mathematiker, absolut genialer Typ, etwas davon erfuhr, nämlich Karl Friedrich Gauss. Gauss tat etwas, was Mathematiker gerne tun, nämlich rechnen. Gauss berechnete nämlich die Bahn dieses Körpers, indem er die Bahnberechnungen, die bis dahin gemacht worden sind, revolutionierte. Dieser geniale Mathematiker schaffte es, aus einer knirschenden Maschine von mathematischen Formeln einen leistungsfähigen Computer zu bauen. Nun hat er keine tatsächliche Maschine gebaut, sondern er hat Rechenverfahren entwickelt, wie man mit möglichst wenig Daten die Bahn des Körpers ausrechnen kann. Und Gauss rechnete aus, wo sich dieser Körper befinden sollte und wo man ihn nach einiger Zeit tatsächlich auch wieder am Himmel entdecken sollte. Das ist ja immer so eine Sache. Die Physiker, überhaupt die Naturforscher im Allgemeinen, die sind ja besonders erfreut, wenn sie eine Theorie haben, eine Berechnung haben, die eine Vorhersage macht und dann kommt einer her und findet genau das, was sie vorhergesagt haben. Also das ist sozusagen der Triumph der theoretischen Physik beziehungsweise der Mathematik in dem Fall. Nun, Gauss hat das Ding also ausgerechnet, wo sollte der Körper sein? Und zwar unter der Annahme einer kreisrunden Bahn. Ja? Also nicht wie beim Kometen, der reinkommt und auf einer riesen elliptischen Bahn um die Sonne herum saust, sondern Gauss meinte nun vielleicht nach seinen Berechnungen auch, es müsste eine kreisrunde Bahn sein. Nun, man hat danach gesucht und man hat es fast genau an dem Punkt am Himmel entdeckt, wo Gauss ihn ausgerechnet hatte. Triumph. Mathematik stimmt, Physik stimmt, alles picobello. Aber was ist es für ein Ding? Ich habe es schon verraten, es handelt sich um den größten kleinen Planeten sozusagen, um Ceres.
Danach hat man noch einige andere von diesen Dingern entdeckt, die heißen dann Pallas, Juno und so weiter. Das sind also alles sehr große Körper, wie wir heute inzwischen längst wissen, die einige hundert Kilometer groß sind und die sich alle in einem Bereich befinden zwischen Mars und Jupiter. Tja, was heißt das? Offenbar gibt es bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, waren ein paar tausend ausgerechnet, irgendwelche Trümmer, die sich in einem ganz bestimmten Radiusbereich zwischen Mars und Jupiter aufhalten. So. Und jetzt gehen wir einfach ein paar Jahre zurück. Wir sind nämlich im Jahr 1801, wir sind in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Titius und Bode, zwei Mathematiker, hatten ausgerechnet, hatten eine Methode entwickelt, wie sie die Abstände der Planeten von der Sonne, wie man die ausrechnen kann. In einer ganz einfachen Formel. Und bei ihren Berechnungen fanden sie heraus, der Merkur ist da, wo sie ist. Wo er ist? Er. Die Venus ist da, wo sie ist. Die Erde ist da, wo sie mathematisch zu sein hat. Der Mars auch. Dann rechneten sie aber aus, dass eigentlich zwischen Mars und Jupiter ein Planet sitzen müsste. Der war aber nicht da. Naja, also wir sind immer noch vor der Entdeckung der Asteroiden. Dann kommt der Jupiter, der ist auch da, wo er sein soll, nach der mathematischen Regel von Titius und Bode. Und Saturn auch. Nur über die anderen drei wollen wir nicht reden, denn die verstoßen gegen die Titius-Bode-Reihe, was letzten Endes bedeutet, dass in Titius-Bode steckt keine Physik drin, sondern nur Mathematik, eine mathematische Spielerei. Kommen wir zu dieser Lücke von Titius und Bode. 1800, ja, und man findet Körper, die genau in dieser Lücke sind, wo Titius und Bode sagen, da müsste eigentlich ein Planet sein. Ist aber keiner. Man hat also dann ja eben viele von diesen Asteroiden gefunden und alle sitzen in dem Bereich von 2 bis 4 astronomischen Einheiten. Eine astronomische Einheit ist der Abstand Erde-Sonne. Sind also genau da, wo Titius und Bode gesagt haben, da müsste eigentlich ein Planet sitzen. Und das hat ja viele von den Planetenforschern, also fast 200 Jahre lang, verrückt gemacht. Steckt was in Titius Bode oder steckt nichts in Titius Bode? Naja, ja. Der lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem man also etliche tausend von den Asteroiden gefunden hat, vor allen Dingen die großen Brocken, kennen wir 99% aller großen Brocken, das sind also diejenigen, die größer sind, sagen wir mal, als 200 Kilometer, von denen kennen wir alle. Man vermutet, dass es bis zu 1 Million von Brocken gibt in diesem Ring, in diesem Asteroidengürtel, nämlich daher kommen die Asteroiden, das sind nicht alle, aber daher kommen sehr, sehr viele Asteroiden, oder da sitzen viele Asteroiden drin. Da gibt es ungefähr 1 Million Brocken mit 1 Kilometer Ausdehnung, mal so richtige Teile. Die Gesamtmasse aller Asteroiden ist kleiner als die Gesamtmasse des Mondes. Also damit kann man schon mal sagen, also ein Planet wäre das nicht geworden da drin. Das können wir schon mal abhaken. Dann hat zum Beispiel der Ceres, der erste Asteroid, den man gefunden hat, der alleine hat schon 25% der Masse aller Asteroiden. Tja, also so weit, so gut. Jetzt gibt's noch, um der Vollständigkeit halber, es gibt noch sogenannte Asteroiden, die nennt man Near-Earth-Asteroids. Das sind also diejenigen, die schon mal eine etwas eierigere Bahn haben als diejenigen in dem Gürtel. Die in dem Gürtel haben eine richtig schöne, kreisrunde Bahn. Diese Near-Earth-Asteroids, die kommen also der Erde schon mal näher. Also das heißt, sie dringen in das Innere des Sonnensystems ein. Dann gibt's noch ein paar sehr interessante Asteroiden, das sind die sogenannten Trojaner. Trojaner, Sie erinnern sich damals, die Geschichte mit dem trojanischen Pferd und so weiter. Die Trojaner, so nennt man eine Familie von Asteroiden, die sitzen an ganz bestimmten Punkten im Sonnensystem. Das sind die sogenannten Lagrange-Punkte. Naja, also ich erkläre Ihnen das. Also, hier haben wir die Sonne, ne? Schwer, also sie ist ja nun diejenige, die die Schwerkraft im Sonnensystem wirklich dominiert. 300.000 Erdmassen, das schwerste Teil im ganzen Viertel sozusagen. Dann der Jupiter. Jupiter, 320 Erdmassen, doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen, aber im Vergleich zur Sonne eben winzig. Der Jupiter hat aber sein eigenes Schwerkraftfeld, nicht? Und nun gibt es genau einen Punkt in einem ganz bestimmten Abstand, de facto gibt es 3 oder 4 Punkte, je nachdem, wo der Jupiter sich gerade befindet, wo die Schwerkraft des Jupiter und die Schwerkraft, also das, was zum Jupiter hinfallen will, na, also die Schwerkraft des Jupiters zieht ja und die Schwerkraft der Sonne zieht auch, wo sich diese beiden Kräfte exakt ausgleichen. Und das sind die Lagrange-Punkte. Da sitzt also in dem Fall, an einem der Lagrange-Punkte sitzen die Trojaner, immer wieder. Nun bewegt sich ja der Jupiter um die Sonne herum und dadurch wandern die Lagrange-Punkte mit. Also die Trojaner scheinen sich irgendwie eingerichtet zu haben in diesem Sonnensystem, nämlich auf den Lagrange-Punkten. So. Und wie gesagt, es handelt sich hier nicht, ich rede hier nicht über die Kometen. Ja, die Kometen, das ist eine ganz andere Kiste, die kommen von ganz weit draußen, sausen in das Sonnensystem rein und verschwinden wieder. Also wir reden über Asteroiden. Reden wir über den Asteroidengürtel. Nachdem also jetzt offensichtlich klar ist, die sind in einem ganz bestimmten Bereich zwischen Mars und Jupiter. Da kommen die Kameraden her. Naja, ist das dann so eine Autoscooterbahn, dass die sich ständig anstoßen oder was? Oder wie muss man sich das vorstellen? Na, de facto ist es natürlich so, dass beteiligt das Volumen, in dem die Asteroiden drin sind, diese Brocken, ist so riesig, dass es also kaum dazu kommt, dass irgendeine Art von Wechselwirkung zwischen den Asteroidenbrocken stattfindet. Ab und zu trifft mal der eine den anderen und werden so ein bisschen ausgelenkt. Also nicht so, dass sie zusammenstürzen, so ist es nicht, sondern bereits nahe Begegnungen führen dazu, dass sie in ihrer Bahn ein bisschen ausgelenkt werden. Aber trotzdem, die Asteroiden scheinen irgendwie sich in diesem Gürtel seit 4,5 Milliarden Jahren